Zum Abendessen bin ich wieder da. Sei ein braver Junge, okay? Bye. Wie kann sie es wagen, mich sitzen zu lassen? Das wird sie mir sowas von büßen. Bye, bye, bequemes Kissen. Weg mit dir. Bis dann. Was ist hier passiert? Ich war doch nur 2 Stunden weg. Du solltest doch ein braver Junge sein. 99, 100. Perfekt. Sehe ich perfekt aus, oder was? Oh, endlich bist du daheim. Puh, ich bin heil zu Hause angekommen. Viel Spaß, Smokey. Aber seine Pfoten! Nein! Überall ist Schmutz. Smokey, runter! So gehe ich nirgendwo hin. Sieh nur, was er getan hat. Oh, tut mir so leid, Ava. Irgendwas muss ich doch tun können. Hey, ich habe eine tolle Idee. Schneide einen Luftballon auf. Stülpe das Luftballonstück über die Pfoten. Perfekt. Wer ist ein braver Junge? Nun können wir ohne Zwischenfälle kuscheln. Die Stülpen stehen dir echt gut. Neuer Tag, neues Fresschen. Oh, Ronnie! Wo steckt er nur? Er versteckt sich bestimmt. Wo bist du, Ronnie? Hier ist er nicht. In der Wäsche steckt er auch nicht. Vielleicht spielt er ja draußen. Nope. Wo zum Henker ist Ronnie hin? Da ist eine Felsspur. Und sie führt direkt zum Schrank. Hallo? Aha! Ronnie! Wusste ich's doch! Warst du im Schrank eingesperrt? Du hättest fast deinen Lieblingsteil verpasst. Ich habe extra mehr in deine Schüssel getan. Oh. Oh, so viel Fell! Ronnie verliert gerade echt viel Fell. Das ist echt überall. Meine Kleidung ist völlig ruiniert. Was soll das, Ronnie? Komm zurück, Ronnie! Du gehörst mal ordentlich gekämmt. Kein Wunder, dass du noch so viel Fell hast. Igitt. Schau dir nur all das Fell an. Ich brauche eine neue Bürste. Oder ich mache diese Bürste effektiver. Stülpe die Socke über die Borsten der Bürste. Lass die Borsten durch den Socken stechen. Wenn du deinen Hund das nächste Mal bürstest, wird das ganze Fell im Socken aufgefangen. So gut wie neu. Und nun können wir ohne Fellverlust kuscheln. Wer ist mein kleiner Flauschball? Ich könnte immer weiter scrollen. Wie würde sich Smokey seine Zeit vertreiben? Worauf hast du Lust? Oh, du möchtest bestimmt spielen, oder? Guck mal, Smokey! Fang! Nein? Keine Lust auf ein paar Spiele? Wie wär's denn damit? Dein Lieblingsball! Den willst du nicht? Irgendwas stimmt doch nicht. Er interessiert sich nur für Leckerlis. Hab ich recht? Ich weiß genau, was zu tun ist. Smokey liebt seine Leckerlis. Vor allem in Kombination mit Spielzeug. Schneide den Ball auf. Drücke ihn auf und gebe das Leckerli hinein. Das wird ihn für eine Weile beschäftigt halten. Und fertig. Bist du bereit? Sieh mal, was das ist. Los, fang! Es funktioniert. Es riecht bestimmt lecker. Damit ist er echt eine Weile beschäftigt. Und Spaß macht's ihm natürlich auch. Die Hausaufgaben sind schwieriger als gedacht. Was geht, Eva? Kein Schläfchen auf meinen Hausaufgaben. Eva, lass meine Sachen in Ruhe. Bleib fern. Oh, Eva. Wenn du nicht so süß wärst. Wir kuscheln später, okay? Und nun ab ins Bett.
Wir sehen uns dann. Bleib hier draußen. Du schmeißt mich raus? Na schön. Endlich kann ich mich konzentrieren. Ich kenne die Antwort darauf. Was ist passiert? Eva? Eva? Moment, ich habe sie ausgesperrt. Eva? Wo bist du? Oh nein. Was, wenn sie davongelaufen ist? Ich muss sie finden. Hast du Eva gesehen? Trotzdem danke. Warte mal, hast du diese Katze gesehen? Hey, kommt dir diese Katze bekannt vor? Nein, sie ist grau. Danke. Oh, ich vermisse ihre kleinen Schnurrhaare. Ob sie mich auch vermisst? Meine kleine Prinzessin. Ashley, was sie wohl will? Hallo? Du hast sie gefunden? Oh, du hast meine kleine Prinzessin gefunden. Vielen Dank für deine Hilfe. Komm, wir gehen nach Hause. Vielen, vielen Dank. Ich bring dich heim, okay? Wenn du auf so etwas vorbereitet sein möchtest, solltest du eine Katzenmarke machen. Schreibe deine Nummer darauf und versiegle es mit Heißkleber. Drücke es mit Wachspapier fest. Entferne den überschüssigen Kleber. Voilà! Schon ist die Katzenmarke fertig. So wirst du immer wieder nach Hause zurückfinden. Du hast bestimmt jede Menge gesehen, ne? Das wird dich immer beschützen. Hab dich so lieb. Oh, mehr als das habe ich nicht? Das wird bestimmt nicht reichen. Ich brauche einen Job. Ich könnte wohl Hundesitter werden. Mir bleibt auch keine andere Wahl. Da bewerbe ich mich mal drauf. Oh, ich bin so nervös. Hoffentlich beißt der Hund nicht. Hallo? Ich bin die heutige Hundesitterin. Oh, hey, kleiner Mann. Er ist mein Ein und Alles. Pass gut auf ihn auf, okay? Oh, wir werden jede Menge Spaß haben. In einer Stunde bin ich wieder da. Das sollte reichen. Vielen Dank. Sei brav, mein kleines Monster. Bye. Bis später. Ich freue mich ja so. Wir werden gute Freunde werden, ich bin sicher. Diese Frisur steht dir echt gut. Sehr schön. Und so tanzt man Walzer. Und sie konnten sich nicht mal voneinander verabschieden. So ein Jammer. Hey, deine Mom ruft mich an. Hallo, ich bin noch auf der Arbeit. Könntest du mir ein Foto schicken? Na klar. Einen Moment. Whoop. Bitte lächeln. Kannst du vielleicht in die Kamera schauen? Oh, gar nicht gut. Das kann ich so nicht verschicken. Oh, genau so. Das wird ein gutes Foto. Nicht bewegen. Warte. Nein. Nicht zu fassen. Hunde lieben Käse, oder? Das ist die Idee. Hier drüben. Schau mal her. Yes, das scheint wirklich zu funktionieren. Oh, mein Baby sieht echt glücklich aus. Guter Junge. Und hier ist ein Leckerli für dich. Sollen wir da rein? Das sieht gruselig aus. Wo ist dein Sinn für Abenteuer? Du hast recht. Gehen wir. Das ist so aufregend. Guck dir all das Zeug an. Wer hat hier gelebt? Keine Ahnung. Es ist seit Jahren verlassen. Warte mal. Was ist das? Unmöglich. Das ist ein Hamster. Der leuchtet blau. Ah! Hey, hör auf. Guck dir das lieber an. Was? Was ist das? Ah, die Kiste lebt. Ist da ein Monster drin? Ich weiß nicht. Sei vorsichtig. Oh, so ein süßer Hund. Können wir den behalten? Ich nenne dich Daisy.
Hier ist es wie in einer Zoohandlung. Hey, Kleiner, geht's dir gut? Komm her, ich tu dir nicht weh. Du brauchst einen Namen. Du siehst aus wie Dicky. Hab keine Angst mehr. Was ist los? Wow, wo sind wir hier? Ich habe keine Ahnung, aber wir sind jetzt hier, wir alle. Hast du das gehört? Wir sind eine Familie. Das wird fantastisch. Hä? Wo ist Dicky hin? Nee, hier ist er nicht drin. Die ist nicht süß genug. Keine Spur von ihm. Er ist nicht unterm Stuhl. Hast du Dicky gesehen? Warte mal. Stopp! Stopp! Was? Puh, das war knapp. Ich dachte, du wärst weg. Ich bring dich in Sicherheit. Wow, guck dir dieses Aquarium an. Das sieht hübsch aus. Das ist die Idee. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Aber ich beschwere mich nicht. Du kommst hier rein, Dicky. Das ist ausbruchssicher. Sorry wegen des Fischgeruchs. Ist nicht besonders hamsterfreundlich. Ich mach's dir bequemer. Und ich weiß auch schon wie. Hier wird gestrichen. Ich male Wellen aufs Glas. Gefällt dir das, Dicky? Setz dich, Daisy. Du kannst jetzt shoppen. Diese Website wird dir gefallen. Man kann nie genug Schuhe haben, aber nicht die Kreditkarte ausreizen. Nein, ist nichts dabei für dich? Oh, ich weiß. Ich baue dir eine Hütte. Das wird der Knaller. Wow, das wäre toll für eine Grillparty. Hey Daisy, guck dir das an. Fühl dich wie zu Hause. Wie findest du es? Hoffe, es gefällt dir. Ja, du magst es. Keine Sorge, Dicky, ich bin gleich fertig. Es muss perfekt sein. Du hast es verdient. Okay, das war's. Wow, Sally, toll gemacht. Danke, mir gefällt dein Aquarium-Makeover. Alles klar da drin, Dicky? Ist dir langweilig? Du brauchst Unterhaltung. Willst du einen Film gucken? Nein, du bist eher ein Bücherhamster? Okay. Ich frag mich. Ich weiß, was zu tun ist. Ich habe mir was ausgedacht. Wow, hat geklappt. Das ist eine kleine Hamsterwasserrutsche. Nur ohne Wasser. Probier sie aus. Wow, du bist so mutig. Geh weiter. Du wirst so viel Spaß haben. Ich weiß, die ist hoch, aber du wirst sie lieben. Genauso. Du willst nicht rutschen? Kein Problem. Du kannst auch was anderes machen. Wow, jetzt bist du waghalsig. Sei vorsichtig, Dicky. Du bist so mutig. Hey, Sunny. Oh, die sieht toll aus. Aber für Daisy wäre die nichts. Ich werde dir was basteln. Mal überlegen. Hier muss es doch was geben. Was ist hier drin? Das sieht interessant aus. Aber ist nicht ganz unser Stil. Ich werde das umgestalten. Dann mal los. Zuerst brauche ich Sprühfarbe. Ich nehme natürlich Rot. Sieht jetzt schon besser aus. Ich bin eine Sprühkünstlerin. Jetzt fehlen nur noch ein paar Details. Wow, das ist heiß. Was für eine Verwandlung. Passt perfekt zu deinem Haus. Okay, spring rein. Wir machen eine Probefahrt. Festhalten. Es geht los. Was für ein Tag. Ich brauche ein Nickerchen. Hey, hör auf damit. Das kitzelt. Ich versuche zu schlafen. Ach, so wird das nichts. Was soll das überhaupt? Schluss damit. Du gehst ins Bett. Träume von Käse. Oder was Hamster auch so futtern. Bitteschön. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Schwimm um dein Leben. Pass auf die Zähne auf. Ich mach nur Spaß. Das ist dein Bett. Und das ist schön kuschelig. Mach's dir da drin gemütlich. Vielleicht kann ich jetzt schlafen. Hoffe, du schnarchst nicht, Dicky. Hey, sei endlich leise. Einige von uns wollen schlafen. Kennst du das Gefühl, beobachtet zu werden? Oh, du bist es, Daisy. Du kannst wohl nicht schlafen, was? Schon gut. Leg dich einfach in deine Hütte. Ich helfe dir. So ist es gut. Und jetzt mach die Augen zu. Oh, das ist mein Lieblingspulli. Voll mit Hundehaaren. Den räume ich später weg. Ich bin gerade zu müde. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Schlaf gut, Daisy. Nein, Lilly, mach das nicht.
Stell den Feuerlöscher weg. Hey, das ist kein Feuerlöscher. Das ist ein Einhorn. Was war das? Was machst du da, Daisy? Du liegst wieder auf meinem Pulli? Oh, du magst den wirklich, was? Ist okay, du kannst ihn haben. Aber ich muss dir noch anpassen. Ich drehe den Pulli auf links. Dann brauche ich Nadel und Faden. Zeit für meine Nähkünste. Ich mache oben eine Naht von einem Arm zum anderen. Genau so. Jetzt kann ich die Füllung reinstopfen. So wird der super weich. Der soll komplett gefüllt sein. Ich brauche also noch ein paar Handvoll. Das mache ich auch mit den Ärmeln. Daisy wird das gefallen. Ich nähe die Ärmel unten zusammen und lege sie um den Pullover. Das ist ein tolles Hundebett. Du wirst wie auf Wolken schlafen. Spring auf, Daisy. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich hätte auch gern so ein Bett. Okay, jetzt lass uns schlafen. Ich bin erschöpft von dem ganzen Basteln. Ah, süße Träume. Ich liebe Chips. Hey, guck mich nicht so an. Was willst du? Du willst Chips? Die sind nichts für dich. Ach, komm mir nicht mit diesem Hundeblick. Na gut, ich besorg dir was zu futtern. Aber die Chips gehören mir. Zuerst brauchen wir einen Futternapf. Und ich weiß, wie der aussehen sollte. Zurücktreten. Jetzt wird's heiß. Warte, hier kommt er. Wow, guck dir den an. Das ist kein langweiliger Napf, sondern ein Vulkan. Und rate mal, was ich hier habe. Ich geb dir was. Du hast bestimmt Hunger. Das ist eine Hundefutter-Eruption. Wuhu! Schau, wie es rauskommt. Das ist so viel. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Worauf wartest du noch? Los, hau rein. Aber futter nicht alles auf einmal auf. Oh, braves Hündchen. Das sieht wirklich gut aus. Ich sollte Dicky auch was geben. Was fressen, Hamster? Soll ich dir eine Pizza bestellen? Nein, ich habe eine bessere Idee. Ich bereite dir was zu. Wir brauchen einen Ort zum Servieren. Und diese Wolken sind perfekt. Da mache ich dein Futter rein. Ich habe was Besonderes für dich. Das wird dir garantiert schmecken. Bon Appetit. Oh, dir schmeckt es. Das freut mich. Normalerweise brennt mir alles an. Es gibt noch mehr. Sag Bescheid wegen des Desserts. Ich habe leckeres Eis. Nein, du willst nichts Süßes? Wirklich? Du verpasst was. Aber kein Problem. Hey, denk an deine Manieren. Nicht auf den Tisch klettern. Ah, mach ruhig. Ich habe schon Schlimmeres angestellt. Du hast großen Hunger. Guck mal, Sunny. La 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 la. Gefällt dir das, Daisy? Wie läuft es, Lilly? Das Leben war noch nie besser. Wow, das klingt gut, Sunny. Du bist heiß dabei. Oh, nett von dir. Aber ich hab noch mehr drauf. Lass uns abrocken. Schüpp-di-dup-dup. Oh yeah. Mach weiter. Puh, das Tanzen bringt mich ganz schön ins Schwitzen. Solo-Time. Und jetzt das große Finale. Schalalalala. Hier drin ist es voll heiß. Können wir ein Fenster aufmachen? Ist wie in einer Sauna. Ich brauche eiskaltes Wasser. Hey, Dicky, geht es dir gut? Keine Bange, ich kühle dich ab. Wie ist das? Hilft das? Ich weiß, bin gleich wieder da. Guck mal, damit stillen wir deinen Durst. Ein Trinkbrunnen in Hamstergröße. Ich mach den hier ran. Trink ruhig. So ist es gut. Braver Junge. Phew, jetzt fühle ich mich besser. Sunny hat wohl aufgehört. Das ist eine gute Idee. Du brauchst auch was zu trinken, Daisy. Hey, bell mich nicht an. Ich denk nach. Warte, ich hab's. Gib mir eine Sekunde. Hoffe, das klappt. Gleich fertig. Wow, das ist fantastisch. Der passt zu deinem Futternapf. Es geht auch um Ästhetik. Du bist so durstig. Schön, dass ich was tun konnte. Ich denke, du hast alles. Das ist dein Zuhause, Dicky. Ich bin so glücklich. Du hast nur das Beste verdient. Ich würde alles für dich tun. Wie läuft es, Daisy? Fühlst du dich auch wohl? Natürlich tust du das. Schau dir deine Hundehütte an. Wir haben gute Arbeit geleistet. Schlag ein. Gib mir einen Kuss, Dicky. Was ist das?
du zuerst. Kommt mir bekannt vor. Ist es was Süßes? Ja, es ist Schokolade. Ob ich auch Süßigkeiten habe? Fühlt sich wie etwas Süßes an. Könnte Schokolade sein. So wählerisch. Hier, willst du mal probieren? Schmeckt gar nicht so übel. Hey, lass uns Gassi gehen. Hilfe, meine beste Freundin ist ein Hund. Endlich zu Hause. Wo sind nur meine Schlüssel? Habe ich sie etwa verloren? Ich erinnere mich, dass ich sie eingepackt habe. Tada! Stirb, Ball, stirb! Sie ist zurück! Ich muss sie begrüßen! Durch diese blöden Jalousien kann man gar nichts sehen. Mom, ich weiß, dass du da draußen bist. Oder könnte es der Postbote sein? Nope, es ist Mom. Ich helfe dir, die Tür zu öffnen. Er streichelt mich sonst. Ich bin aus der Puste. Puh. Na endlich. Fast hätte ich sie verloren. Die Tür! Mom ist wieder da. Achtung, jetzt komme ich. Nimm dich in Arm. Was? Oh, oh. Hey, warte. Eine harte Landung. Endlich bist du wieder da. Was riecht hier so? Was hast du gegessen? Erzähl mir alles. Ja, ich bin wieder da. Geh jetzt rein. Ich liebe Mom so sehr. Was machen wir jetzt? Hey, lass uns Gassi gehen. Ich muss mal ganz dringend. Jetzt nicht. Bleib. Fast. Draußen. Komm schon. Oh, hey, wir gehen erst später raus. Hörst du? Nicht dieser Blick. Na gut, lass uns Gassi gehen. Wow! Oh, sie schläft wie ein Murmeltier. Ist es wieder morgen? Hey, aufstehen! Ich bin wach! Hey, lass das! Dabei wollte ich doch ausschlafen. Hey, ich will nicht mehr schlafen! Oh, zwei stinkende Käsesocken. Au, kannst du nicht woanders spielen? Ich will schlafen. Schlafen? Dann lass uns kuscheln. Huh? Ah! Du sollst mich nicht erschrecken. Du bist immer gut gelaunt, was? So ein süßer und braver Hund. Okay, lass uns aufstehen. So viel zum Thema Ausschlafen. Aus! Ich möchte wenigstens hier meine Ruhe haben. Ah, was für eine Erleichterung. Hey, was ist das denn für ein Outfit? Echt hübsch? Dein Ernst? Du machst wohl Witze. Hast du mich vermisst? Ich will doch nur in Ruhe pinkeln. Das nenne ich mal ein ausgewogenes Frühstück. Was isst du da? Ich will auch Kekse essen. Süßigkeiten sind nichts für Hunde. Tut mir leid. Wieso teilst du nicht mit mir? So viele Kekse schaffst du doch nie. Das ist so gemein. Mir reicht. Die Kekse gehören mir. Was hast du nur angerichtet? Du böser Hund! Heute habe ich ganz schön zugelangt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einer fehlt noch. Ein neuer Geruch? Das riecht fein. Bingo! Oh nein, meine neuen Sachen! Ich habe ein Vermögen dafür gezahlt. Na warte, das gibt Ärger. Hey, lass das aus.
Hörst du nicht? Aus! Das ist kein Spielzeug für dich! Lass jetzt los! Oh-oh. Mami? Das war lustig. Dieser Hund zerstört einfach alles. Ich habe ein ganzes Monatsgehalt dafür ausgegeben. Willst du weiterspielen? Ist das zu fassen? Ich bin müde. Ich sollte meine Haare kämmen. Dann sind sie morgen nicht so verknotet. Hey, sollen wir dich auch bürsten? Ach, eigentlich bist du ja ganz süß. Komm, ich bürste dich. Na, gefällt dir das? Jetzt ist dein Fell schön weich. Oh, ein neuer Bettbezug. Nein, nein, nein. Runter von meinem Bett. Deins ist da drüben. Aber ich will mit dir kuscheln. Ich will lieber bei dir im Bett schlafen. Endlich kann ich den neuen Bettbezug testen. Ah, wie auf Wolken gebettet. Hm. Schläft sie schon? Dann können wir jetzt kuscheln. Das ist echt bequem. Aber wo ist es am bequemsten? Gleich hab ich's. Hey! Was machst du hier im Bett? Ich will doch nur schlafen. Oh. Bin gleich soweit. Au, du tust mir weh. Leg dich endlich hin und sei still. Soll das ein Scherz sein? Lass mich endlich in Ruhe schlafen. Das ist der perfekte Schlafplatz. Da sollte ich hinpassen. Oh ja, das ist perfekt. Mann, ist das unbequem. Wie spät ist es? Zum Glück habe ich ein Auge zubekommen. Wo bin ich überhaupt? Hat sie wirklich mein Bett erobert? Immerhin konnte eine von uns den neuen Bettbezug ausprobieren. Diese Serie ist so witzig. Na los, wirf den Ball. Okay, los, hinterher. Wieder da. Los, wirf ihn nochmal. Hä? Du bist so verspielt. Hab ihn. Los, nochmal. Okay, okay. Schon wieder? Nur noch einmal, okay? Letzter Wurf. Wirf ihn bitte nochmal. Ich bin ganz entspannt. Was? In meine Snackschüssel? Das reicht. Fang. Hab ihn. Das macht so viel Spaß. Wirf nochmal. Ich verliere langsam die Geduld. Einen Augenblick. Ich werfe ihn nochmal, weil du so ein braver Hund bist. Okay, los, fang ihn. Bin schon dabei. Reingelegt. Ups, das sollte sie eine Weile beschäftigen. Bella? Ist wohl noch beschäftigt. Was zum... Wo hat sie die denn gefunden? Nein! Oh. Okay, das war genug Ballwerfen für heute. Wir haben jetzt genug gespielt, hörst du? Ich habe noch viel zu tun. Aber ich habe so viele Bälle gefunden. Dann suche ich eben weiter. Hey, dein Fell sieht irgendwie schäbig aus. Ich finde, wir sollten das pflegen. Halt still. Oh, wonach schmeckt das denn? Habe ich das falsch gemacht? Ich mache doch nur Spaß. Das ist eine Fake-Zunge. Hast du wirklich gedacht? Niemals. Du bist so perfekt, Kätzchen. Ich könnte ewig mit dir knuddeln. Du bist einfach so weich und flauschig. Guck dir mal mein Kleid an. Das ist voller Haare. Oh, ich muss telefonieren. Ich brauche deine Hilfe. Das ist so schlimm. Sie haben angerufen. Mit dem wird's nicht gehen, aber ich glaube, ich habe genau das Richtige. Dieses kleine Gadget sammelt alle Haare auf.
kein einziges Haar bleibt zurück. Vertrauen Sie mir, ich weiß schon, wie es geht. Wow, das ist ja super. Das ist eine ganz schön haarige Katze. Nimm das weg von mir. Einen Moment. Was machst du da? Ich habe das für sie gemacht. Wow, du bist echt genial. Das hast du dir verdient. Danke. Danken Sie nicht mir, danken Sie dem Gadget. Du bist so wunderschön. Schau dich nur an. Du bist genau wie ich, nur mit mehr Haaren. Hey, Masseur. Ja, Madame? Ich bin ein wenig verspannt. Oh, Geld. Das liebe ich. Bauen wir den Stress ab. Darauf freue ich mich schon sehr. Das ist genau die Stelle. Phew, ist das anstrengend. Nun fühle ich mich viel besser. Oh, eine Sache noch. Du hast die Katze vergessen. Wie bitte? No. Nun, wenn Sie es so ausdrücken, ist mir ein Vergnügen. Kann ja nicht so schwer sein. Wie fühlt sich das an, hä? Huh? Gut, oder? Warte kurz, es ruft jemand an. Sorry, ich massiere gerade eine Katze. Sorry, ich muss los. Man sieht sich. Aber, ich will eine Rückerstattung. War mir klar, dass Sie das sagen würden. Komm schon, her damit. Aber ich liebe Geld. Moment, ich habe da was für Sie. Hä? Was ist das? Warte mal, das bewegt sich ja. Genau, was ich brauche. Probieren wir das gleich aus? Sieht gut aus. Das nehme ich später auch. Entspannst du dich schön? Du verdienst nur das Beste. Oh hey, Emily von 123Go hier. Dieses Katzenmassagegerät ist der echte Schnurrer. Nicht verpassen, gleich bestellen. Deine Katze wird es lieben. Das ist schnurrtastisch. Ach, die Werbung war furchtbar. Aber das Katzenmassagegerät sieht echt süß aus. Wir sollten uns eins besorgen. Bleib da liegen. Ich plündere meinen geheimen Geldvorrat. Ah, hier ist was. Aber ich brauche noch mehr. Tsching. Ich weiß, dass hier noch mehr ist. Raus da. Ich müsste mir mal ein Sparschwein kaufen. Aber ich glaube, mein System ist besser. Ich denke, das war's. Wie viel habe ich? Nicht sehr viel. Sorry, Kat. Kein Massagegerät für dich. Oh, ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da. Schau dir das an. Dein eigenes Massagegerät. Das wird dir gefallen. Das ist die neueste Technologie. Die Zukunft ist endlich da. Ha, nur ein Spaß. Das ist nur meine Hand. Besser als jedes Gadget. Oh ja, so ist's gut, hä? Huh? Guck mal, ich habe sogar noch eine. Ah. Sieht gut aus. Jetzt noch meine Haare bürsten. Dann noch mein Gesicht abtupfen. Keine Bange, das dauert nicht lange. So, viel besser. Das brauche ich nicht mehr. Welche Tasche nehme ich nur? Die sieht voll süß aus. Ich weiß nicht so recht. Nein, die nicht. Die gefällt mir viel besser. Aber die hatte ich letzte Woche schon. Oh, ich weiß. Die wird's werden. Super schick und stylisch. Und genug Platz für meine Sachen. Nun muss ich packen. Ich brauche auf jeden Fall Geld. Das kommt hier rein. Und was noch? Gold kann man nie genug haben. Oh, ist der schwer. Und nun das Allerwichtigste. Dich darf ich nicht vergessen. Na, mach's dir bequem. Ein Zimmer mit Aussicht. Ich denke, wir sind bereit. Oh, Butler. Wir würden gerne los. Ja, Madam. Oh, natürlich, Madam. Ich bekomme echt nicht genug Geld dafür. Bringen wir es hinter uns. Du siehst bezaubernd aus. Oh. Ich pack dann mal lieber meine Tasche. Ich nehme aber nur das Nötigste mit. Schauen wir mal. Das brauche ich. Ah, das süße Panda-Spielzeug. Das kommt auch mit. Und zu guter Letzt, mein bester Freund. Rein mit dir. Das ist ein bisschen eng, ich weiß. Noch den Reißverschluss zu. Habe ich irgendwas vergessen? Bleib da sitzen. Bin gleich zurück. Hätte fast dein Kissen vergessen. Ha, saß da nicht gerade noch eine Katze drin? Ist das ein Zauberrucksack? Oh, da ist ein Loch an der Seite. Ah, du willst hier bleiben, hä? Huh? Sorry, komm her. Der Rucksack geht nicht. Oh, ich weiß. Daran hätte ich gleich denken sollen. Steck deinen Kopf hier durch. Ist doch gemütlich, aber nicht pupsen. Hey, hör auf. Komm zurück.
Das kitzelt. Nein, geh nicht weiter. Ich mein's ernst. Okay, das war vielleicht keine gute Idee. Warte mal, ich hab's. Die Kugel ist perfekt. Okay, die Hälfte davon, die löst mein Problem. Worauf warte ich noch? Und los geht's. Ich leg den Rucksack flach hin. Die Halbkugel kommt dann hier hin. Und ich zeichne drumrum. Ich habe unten noch kleine Kreise gemacht. Die schneide ich jetzt auch noch aus. Ich muss nur der Linie folgen. Gar nicht so schwer. Nun brauche ich noch meine Klebepistole. Ich trage den Kleber um den Rand des Lochs auf. Den habe ich aus gelbem Filz ausgeschnitten. Innen habe ich Zacken gelassen. Das mache ich dann auch noch bei den kleinen Kreisen. Nun brauche ich die Halbkugel. Ich stecke die von hinten durch und muss sie fixieren. Dafür klappe ich die Zacken um und mache einen Kleckskleber drauf. Das mache ich rundum und alles klebt fest. Hier habe ich zwei gelbe Dreiecke. Die kommen oben hin. Und das war's auch schon. Sieht cool aus. Wir werden mit Stil reisen gehen. Wie findest du den, hä? Ich weiß, dass es dir gefallen wird. Du kannst jetzt alles sehen. Oh, das ist ja mega. Du siehst toll aus. Und los geht's. Puh, wie viel wiegst du eigentlich? Ich müsste mal trainieren gehen. Alter, das stinkt schlimmer als alte Socken. Weg damit, Igitt! Oh, na kleiner Freund, hast du Hunger? Wie niedlich! Brauchst du ein Zuhause? Ich werde gut auf dich aufpassen. Hä? Achtung, jetzt komm ich! Sitzt da eine Maus am Steuer? Ich steuere das Auto! Ab heute ist der kleine Racker unser Haustier. So ein sonniger Tag. Bald habe ich die perfekte Bräune. An so einem heißen Tag muss man viel trinken. Oh, bist du auch durstig? Das haben wir gleich. Nur das Beste für meinen Hund. Schon viel besser, oder? Hä? Wie? Du bist schon fertig? Runde 2. Es ist genug für uns beide da. Was ist? Dein Ernst? Mehr ist nicht übrig. Wobei... Ich habe eine geniale Idee. Du brauchst etwas Holz, doppelseitiges Klebeband und ein weiteres Stück Holz. Dreh das Ganze um. Es fehlt noch eine Flasche. Und ein Klettverschlussstreifen. An dem Streifen wird die Flasche befestigt. Soweit, so gut. Schüssel nicht vergessen und schon kann's losgehen. Das wird ihm bestimmt gefallen. Die perfekte Idee für einen heißen Tag. Ah, gern geschehen. Wow, du hast ja einen Riesendurst. Schön austrinken. Jetzt können wir chillen. Hat jemand meinen Buddy gesehen? Hast du Buddy gesehen? Guck, er sieht so aus. Nehmt ein Infoblatt und fragt bei euren Freunden nach. Danke. Schnuffi, wo bist du nur? Sowas darf niemals passieren. Du brauchst eine Hundemarke. Ich hab's. Das ist die Lösung. Nimm etwas Wachspapier und füge einen Klecks Heißkleber dazu. Dann klebst du eine Hundemarke darauf. Bedecke die Marke mit Heißkleber. Sie darf komplett bedeckt sein. Lass die Marke trocknen und lege noch ein Wachspapier drauf. Schön festdrücken. Und zum Schluss ausschneiden. Tada! Fast fertig. Befestige die Marke an einem Karabiner. Der Karabiner kommt an das Hundehalsband. So werde ich dich immer finden. Und wenn du mal abhaust, kann man mich anrufen. Jetzt kannst du spielen gehen. Du bist so knuffig und süß. Ich liebe dich. Oh, Jared, Bock auf ein Konzert heute Abend? Sau cool.
Warte, ist das dein Ernst? Abrocken, bis die Fetzen fliegen. Yeah! Das wird richtig nice. Sind wir cool oder sind wir cool? Die Mädels werden bei uns Schlange stehen. Los geht's. Und was ist mit Mizi? Warte. Was ist? Ich will Mizi nicht alleine lassen. Wir können Mizi bestimmt mitnehmen. Hey, passt Mizi in meinen Rucksack? Schneide ein Loch aus. Genau so. Noch ein paar Ketten zur Verzierung. Perfekt. Das Loch dekorieren wir auch. Cool, oder? Echt mega. Gefällt's dir, Mizi? Jetzt kann's losgehen. Rock'n'Roll! Freust du dich auf die Party? Hunde sind auch eingeladen, oder? Was geht? Hast du Bock auf eine fette Party? Ja klar, ich habe sogar ein Geschenk dabei. Das liegt noch im Auto. Oh nein! Was? Der Fußboden! Ist das dein Ernst, Bro? Der Hund muss sofort raus! Oh je, das würde die Party ruinieren. Es sei denn, ich habe die Lösung. Daraus mache ich einen Hundeschuh. Hier, mein Kleiner, so bleibt alles sauber. Okay, jetzt können wir reingehen. Die können wir gleich wieder ausziehen. Wer ist ein braver Junge? Alles Gute zum Geburtstag. Nein, 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 die Pfoten sind sauber. Schau mal. Viel Spaß beim Herumschnüffeln. Wie rücksichtsvoll von dir. Hey! Können wir was abhaben? Chips? Halt mal kurz. Lieber nicht. Daneben du. Hast wohl Schiss vor der Ratte. Da fällt mir ein. Wo ist sie bloß hin? Na, hast du dich verlaufen? Sorry, dass das passiert ist. Ich brauche einen Käfig oder so. Hey, die Lösung liegt vor meiner Nase. Das ist es. Falte das Tuch zu einem Dreieck. Nimm die beiden Enden und verknote sie. Perfekt, das war's auch schon. Na, was sagt ihr? Eine Hängematte für Ratten. Ob ihr das gefallen wird? Jetzt musst du nie wieder auf die Ratte aufpassen. Hier, mach's dir gemütlich. Ich bin ein Genie. Alex? Was ist? Was ist das? Ein Geschenk für dich. Wow. Ich hoffe, du magst Ratten. Aber wo soll die Ratte sitzen? Vielleicht können wir ihr etwas basteln. Das ist es. Das Poppet wird das Fundament. Stecke die Röhren darauf. Die Röhren steckst du in jeden zweiten Kreis am Rand. Fast fertig. Jetzt noch die letzte Röhre. Ein zweites Poppet kommt oben drauf. Na, erkennst du es schon? Das ist ein Rattenkäfig. Das wird der Ratte bestimmt gefallen. Sie scheint es zu mögen, Papi. Und wer räumt den Rattenkot weg? Was machst du denn hier draußen? Hast du Hunger? Ich glaube, ich habe etwas Essen dabei. Ich denke, Minzbonbons sind nicht gut für Hunde. Sorry,
Warte hier, ich bin gleich wieder da. Ich mach das nur für den Hund. Und los! Ah, und wieder ein Tag zum Geld ausgeben. Was bist denn du für ein Süßer? Warte, ich habe ein paar Leckerlis in meiner Tasche. Schau mal, was ich habe. Hier ist nichts drin. Hä? Oh, mach dir keine Sorgen wegen der Müllfrau, Kleiner. Hey, ich habe ihn zuerst gesehen. Er kommt mit mir. Wir haben eine Verbindung. Auf gar keinen Fall. Er gehört mir. Er verdient die schönsten Dinge des Lebens. Siehst du, wie glücklich er jetzt ist? Setz ihn runter. Was ist denn jetzt los? Oh, was ist das? Ich fange an. Pasta. Einfach. Ich hab das hier. Genau, was ich brauche. Ich esse jeden Sommer Pasta in meiner Villa in Italien. Ich leg sie in den Topf, richtig? Das sollte reichen. Und jetzt warten. Es ist schön, Zeit für sich zu haben. Riechst du das auch? Oh nein, meine Pasta! Das lief nicht nach Plan. Aber sie sind gekocht, auch wenn ein bisschen knusprig. Tun wir so, als hätten wir das nicht gesehen. Ich bin dran! Wow, ein rohes Hühnchen? Bäh. Was soll ich denn damit machen? Ja, ich weiß. Hey, das ist für dich. Diese Katze ist die beste Köchin, die ich kenne. Oh, das Hühnchen braucht erst eine Massage? Ich könnte auch eine Massage vertragen. Dann wird geschmolzene Butter auf die Haut gepinselt. Noch ein paar Gewürze drauf und ab in den Ofen. Wow, das sieht fantastisch aus. Was? Was ist das? Du solltest mir eigentlich helfen. Ich muss einen Anruf tätigen. Mami, ich brauche deine Hilfe. Ich hoffe, das klappt. Mami ist da und ich habe dir ein köstliches Hühnchen gemacht. Und jetzt gib mir ein Küsschen. Mama? Voll peinlich. Oh, das nehme ich. Immerhin besser als angebrannte Pasta. Das ist für dich. Hab dich lieb, Süße. Das ist perfekt. Siehst du, es geht auch ohne extravagante Köche. Diese Runde gewinne ich definitiv. Also, dann mal los. Das ist spannend. Yes! Das überrascht mich jetzt nicht. Darf ich dieses Mal anfangen? Okay. Hä? Das ist ziemlich enttäuschend. Was hast du? Finden wir es heraus. Schön. Ich liebe den Geruch von frisch gebackenem Brot. Oh, schätze, ich mache ein Sandwich. Zuerst der Salat. Die Wurst sieht gut aus. Und natürlich muss da Käse drauf. Das war's. Zeit, es zu probieren. Wow, das ist so gut. Hey, was ist denn jetzt noch? Au, was war das? Vorsicht, das ist für den Hund. Oh, stimmt. Ich wusste das. Ich wollte nur vorkosten. Klar doch. Und was mache ich? Ich habe auch kein Geld für irgendwelche Zutaten. Oh, was ist das? Ein Stückchen Brot. Das kann ich nehmen. Naja, besser als nichts. Aber da fehlt noch was. Oh, ich kann die Reste vom Sandwich nehmen. Ich lege die Wurst aufs Brot und obendrauf dieses Stückchen Salat. Ist nicht besonders appetitlich. Aber das schon. Der Käse, nicht die Maus. Nicht so schnell, Kumpel. Der Käse gehört mir. Der gehört mir. Ich mach's später wieder gut. Okay, ich habe Mini-Käse und hier meine Mini-Reibe. Wird Zeit, mein Mini-Sandwich zu beenden. Gar nicht mal so schlecht. Ich bin sogar stolz drauf. Neidisch? Als ob. Okay, jetzt kommt die Bewertung. Offensichtlich gibt es nur eine Gewinnerin. Wuhu! Na gut, es steht unentschieden. Bereit? 1, 2, 3, los! Soll das ein Witz sein? Wo ist das Essen? Wow! Eine Blechdose? Das war's? Soll ich raten, was da drin ist? Viel Glück beim nächsten Mal! Goldene Beute. Mal sehen, was da drin ist. Was ist das? Ekelhaft! Yuck!
Du veralberst uns, stimmt's? Oh, ich hab's kapiert. Heute ist dein Geburtstag. Schauen wir mal, was hier drin ist. Ah, na los! Puh, das war hart. Wie kannst du sowas essen? Ich öffne auch die anderen. Das wird eine tolle Hundegeburtstagstorte. Das sollte Spaß machen. Ich streiche die Hundetorte glatt. Das klappt ganz gut. Sie muss aber auch gut aussehen. So ein Hundekeks ist eine tolle Dekoration. Da ist sie, die Hundegeburtstagstorte. Das ist eine gute Geschäftsidee. Damit könnte ich reich werden. Sie sieht fantastisch aus. Sunny, wie kommst du voran? Gerade fertig geworden. Oh nein, ich habe einen Haufen gemacht. Hoffentlich schmeckt er besser, als er aussieht. Oh, ich habe eine Idee. Gold veredelt alles, hoffe ich. Ich stecke ihn auf die Spitze. Wow, Lily, die sieht toll aus. Deine Torte sieht interessant aus. Okay, mal sehen, wer diese Runde gewinnt. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Oh, dir gefällt meine Torte. Ich habe gewonnen. Ich wusste es. Fang ruhig an. Ich hatte gehofft, du würdest das sagen. Okay, das ist jetzt nicht mehr lustig. Warte, ich weiß, was zu tun ist. Ich habe einen Geheimvorrat an Essen für Notfälle. Aha, ein ganzes Reiskorn. Aber ich brauche viel mehr als das. Bin gleich wieder da. Oh, das kann ich nehmen. Hier ist noch mehr. Was für ein unordentlicher Tisch. Aber ich habe mehr Reis. Was machst du? Schau einfach zu. Ich habe einen Plan. Ich muss nur den Reis kochen. Zum Glück habe ich das. Ich gebe den Reis in den Topf und rühre ihn um. Okay, der sieht gut aus. Jetzt rolle ich ihn zu Kugeln. Hm, perfekt. Nicht schlecht, oder? Oh, ich habe irgendwas vergessen. Da fehlt noch was. Ja, ich weiß. Hey! Es fehlt noch Essstäbchen. Tada! Du bist dran. Okay. Ungekochter Reis? Was soll ich denn damit anfangen? Jetzt reicht's. Hallo? Ich möchte eine Bestellung aufgeben. Sofort. Und was soll ich damit machen? Ach, na gut. Dann versuche ich's mal. Ich hasse Angeln. Aber eigentlich ist das sehr entspannend. Oh, einer hat angebissen. Ich hoffe, das ist ein großer Fisch. Wow, schau, ein Goldfisch. Hilfst du mir? Dann lasse ich dich wieder frei. Sushio, erscheinio. Wow, schau dir das ganze Sushi an. Beeindruckend, nicht wahr? Mal sehen, wie es weitergeht. Als ob es je Zweifel gab. Oh, aber ich habe mein Bestes gegeben. Überraschung. Such dir aus, was du willst, Liebling. Oh, der ist leer. Wer ist ein Süßer? Der ist auch leer. Du findest schon einen Liebling. Versuch's nochmal dort. Oh, der ist so süß. Den Hund will ich unbedingt haben. So soll es sein. Er braucht aber ein Bad. Ich brauche etwas Mundwasser. Lass uns gehen. Ich wuff dich so sehr. Oh nein, da sind Paparazzi. Keine Fotos, ihr Geier. Achte drauf, meine Schokoladenseite zu erwischen. Ist die Luft rein? Lass uns loslegen. Pass doch auf. Ich hätte mir einen anderen Partner zulegen sollen. Rein da jetzt. Hey, die Bude ist nicht übel. Komm rein. Hat gar nicht wehgetan. Bin nur auf dem Kopf gelandet. Jackpot! Wenn wir hier raus sind, sind wir reich. Nimm so viel mit, wie du tragen kannst. Diese Blumen sind entzückend. Was machst du denn? Aber er ist so süß. Nur wertvolle Sachen. Sorry, Boss. Hier liegt noch mehr Gold rum. Beeil dich, nimm alles mit. Echt jetzt? Wissen ist auch wertvoll. Siehst du das auch? Was ist das? Ich weiß es nicht, aber ich hab Schiss. Halt mich!
Lass uns abhauen, schnell! Los! Was ist denn hier drinnen los? Alles okay, Schnuffi? Du meine Güte! So eine Unordnung! Was ist hier passiert? Oh, Schnuffi, da bist du ja! Mein armer kleiner Hund, alles okay? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Warum ist das Fenster offen? Psst, sei ruhig. Ah! Hey, Schnuffi, wer ist dein braver Junge? Du bist einer. Ich habe ein Leckerli für dich. Nur das Allerbeste für dich. Guten Appetit. Hä? Da hatte wohl jemand Hunger. Ah! Ich meine, wie bist du da hochgekommen? Du hast deinen alten Herrn echt erschreckt. Okay, du kannst noch mehr haben. Noch mehr? Lass es dir schmecken. Wow, Schnuffi, vergiss das Schlucken nicht. Liebling, ich bin bereit. Worauf bin ich denn da gerade gestiegen? Lag das schon immer hier rum? Wieso riecht das nach Kacke? Ekelhaft. Ha? Noch mehr Münzen? Sie führen in diese Richtung. Ich sollte dem nachgehen. Hier riecht es echt übel. Der Gestank wird immer schlimmer. Igitt! Das muss ich beseitigen. Schnuffi ist wohl noch nicht stubenrein. Moment mal. Das wäre doch toller Schmuck, oder? Meine Mädels werden so neidisch sein. Los, Schnuffi, ist alles auf. Ich brauche noch mehr Gold. Ein genialer Ring. Wenn da nur nicht der ekelhafte Gestank wäre. Ein kleiner Pinselstrich hier. Ich werde deine innere Schönheit festhalten. Einfach fabelhaft. Hallo, Liebling. Gib Mami eine Umarmung, Schnuffi. Endlich, mein Meisterwerk ist vollendet. Schatz, das ist dein bestes Bild bisher. Das gehört in eine Galerie. Was denkst du, Schnuffi? Nein? Findest du Wasserfarben besser? Oh, sorry, Liebling. Solch scharfe Kritik. Ups. Heute ist nicht mein Tag. Ich habe alles gegeben. Ich bin so traurig. Runter mit dir, Schnuffi. Halb so wild. Du kannst dir immer Kunst kaufen. Wohl wahr. Schließlich bin ich reich. Wow, sieh dir das an. Schnuffi, du bist fantastisch. Fabelhaft. Schnuffi ist ein wahres Naturtalent. Der Kontrast zwischen Schwarz und Weiß, einfach umwerfend. Wirklich sehr hübsch. Das rührt mich zu Tränen. Oh, hi. Darling. Und Schnuffi ist auch mit dabei. Du nimmst mal hier Platz. Ah, Zeit verwöhnt zu werden. Ich brauche das echt dringend. Das kitzelt. Ah, ich liebe Maniküre. Die Frisur gefällt mir. Danke. Der neueste Schrei aus Paris. Oh, du siehst umwerfend aus. Mami liebt dich über alles. Ich habe es wieder mal vollbracht. Das hast du verdient. Ich zähle nur kurz nach. Honey, du hast dich leider verzählt. Ich liebe meinen Job. Ciao. Wir verlassen gerade den Salon. Essen gehen? Klingt hervorragend. Schnuffi, Liebling, komm zurück. Wo ist er hin? Schnuffi! Oh nein! Schnuffi, komm da sofort raus! Du zerstörst deinen Look! Sowas von widerlich! Ich war doch eben erst bei der Maniküre! Igitt! Komm her! Dein wunderschönes Fell ist mit Müll bedeckt! Normalerweise machen das andere Leute für mich! Okay, Zeit, etwas Spaß zu haben. Fängst du den Knochen? Bereit? Los, hol ihn! Nicht
Schon wieder. Das hatten wir doch schon. Oh, ich hab's. Sie haben geläutet. Endlich sind sie da. Sie müssen diesen Knochen für mich fangen. Schnuffi muss das lernen. Und los. Sieh gut zu, das sollst du genauso machen, Schnuffi. Ich hab ihn, Madame. Gut gemacht. Geben Sie Schnuffi den Knochen. Guter Junge. Willst du es mal probieren? Okay, lass es uns versuchen. Na los, versuch's mal, Schnuffi. Du bist dran. Ich komme, Sir. Sie haben geläutet. Gefällt Ihnen dieser Trick, Sir? Ich gebe mein Bestes für Sie. Ich bin so stolz auf dich, Schnuffi. Und auf Sie auch. Das fühlt sich gut an. Danke, Sir. Hi, Leute. Ich bin live gegangen, um euch diesen tollen Look zu zeigen. La 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 la, Schnuffi, du bist so süß. Oh, schaut euch das an. Du bist der beste Hund. Ui. Wow, so viele Likes. Moment, was ist denn hier los? Ich könnte dich den ganzen Tag knutschen. Du bist so weich und flauschig. Oh, schon kapiert. Das bringt mich auf eine Idee. Wow, das ist echt cool. Wir sind berühmt. Beziehungsweise du bist berühmt, Schnuffi. Ich wollte schon immer Popstar sein. Alle lieben dich, Schnuffi. Du bist der beste Hund der Welt. Und 10% des Gewinns gehen an uns. Bald sind wir noch reicher. Schätzchen, schön von dir zu hören. Warte mal, na los, Fluffy, geh da rüber. Mami muss telefonieren. Also, erzähl mir alles. Das hat sie nicht wirklich. Ich glaub das nicht. Mh, das Eis ist voll lecker. Wow, ich falle. Autsch. Das hat echt wehgetan. Wenigstens habe ich mein Eis gerettet. Nein. Niemand will ein Eis mit Kackegeschmack. Das esse ich nicht mehr. Wer war das? Oh, ich kann's mir schon denken. Du warst das. Mir reicht's, Hündchen. Okay, du schuldest mir ein Eis. Und ich will das sofort. Hey, Lady. Bleib dran. Was willst du? Ich will ein Eis. Ihr Hund hat hier hingekackt. Ich bin drüber gestolpert und ich hätte fast Kacke gegessen. Oh, Schätzchen, das klingt zu komisch. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich habe noch was zu erledigen. Komm, Fluffy, wir gehen spazieren. Warte, was war das? Igitt, mein Schuh, das ist ja ekelhaft. Ja. Das finde ich jetzt lustig. Das ist so schlimm. Hey, komm mal her. Reden Sie mit mir, ich bin gerade voll beschäftigt. Soll das ein Witz sein? Hier liegt überall Hundekot rum. Du musst das wegmachen. Das ist nicht mein Job. Wie bitte? Oh, ich hab verstanden. Du versuchst zu verhandeln, stimmt's? Na gut, ich spiele mit. Wenn Sie es so ausdrücken. Lady, wir haben ein Deal. Ich bin auf alles vorbereitet. Inklusive kackebedingter Notfälle. Warte, was soll ich denn damit? Ich soll die doch nicht selbst aufheben, oder? Ich habe das noch nie gemacht. Aber okay. Ich ziehe hier eine Tüte raus. Okay, soweit so gut. Die kommt wahrscheinlich hier drüber. Und jetzt wird Kacke aufgesammelt. Igitt. Unfassbar, dass ich das mache. Ich hab's. Puh, war gar nicht so schlimm. Aber zum Glück hat mich niemand dabei gesehen. Jetzt muss ich die noch loswerden. Wow, ich kann alles schaffen. Fluffy, komm zu Mami. So ist es gut. Braver Hund. Komm her. Wer ist der beste Hund? Du bist das. Ja, du. Siehst du das? Ich war noch nie so stolz. Wow, dieses Buch ist unglaublich. Hey, was ist hier los? So eine Unordnung. Ich versteh's nicht. Alles war ordentlich, als ich ging. Das ist seltsam. Oh nein, das Kissen, es ist aufgerissen. Was ist hier passiert? Warte mal. Du warst das. Ja, jetzt tust du ganz unschuldig. Mir bleibt nur eins übrig. Ich muss deine Krallen kürzen.
Du hast so viel kaputt gemacht. Das wird auch nicht wehtun. Hey, wo willst du hin? Bleib stehen, ich mein's ernst. Ich mag keinen Ausdauersport. Komm schon, langsam wird's albern. Aber es gibt kein Entkommen. Hey, ich gebe auf. Ich bin sowas von unfit. Das muss doch irgendwie einfacher gehen. Ohne großes Workout. Warte mal. Ich weiß, was ich tun kann. Dafür brauche ich die Maske nicht. Aber ich brauche Frischhaltefolie. Ich mache sie mir um den Kopf. Und dann brauche ich einen Löffel Hundefutter. Das müsste reichen. Ich mache das auf die Frischhaltefolie und verteile es auf meiner Stirn. Ich denke, jetzt kann's losgehen. Hey, guck mal, was ich hier habe. Na los, koste mal. Schmeckt das gut? So ist's gut. Leck alles ab. Und während du das tust, schneide ich deine Krallen. Jetzt wirst du keine Kissen mehr zerfetzen. Daran hätte ich schon früher denken sollen. Und alle sind glücklich. Wir sind fertig. Warte, die Folie kann weg. Ich will ja nicht nach Hundefutter riechen. Das ist schrecklich. Ich habe meinen Hund verloren. Wo bist du nur? Bist du hier drin? Nein. Vielleicht in dieser Pflanze? Hätte ja sein können, dass du dich hier versteckst. Denk nach. Wo könnte er sein? Entschuldigen Sie bitte. Haben Sie meinen Hund gesehen? Nein. Tut mir leid. Ich bin verloren ohne ihn. Was mache ich denn jetzt? Ich bin so traurig. Er ist da draußen ganz alleine und verängstigt. Hey. Ich habe deinen Hund gefunden. Hier hast du ihn. Was? Danke. Ach, ich liebe Happy Endings. Woher wusstest du, wo er hingehört? Na, wegen des Halsbandes. Da steht doch deine Adresse drauf. Das ist ziemlich praktisch. Oh ja, hatte ich ganz vergessen. Nochmals vielen Dank. Gut, dass wir diesen Anhänger gemacht haben. In eine Muffinform habe ich Sand gemacht. Da kommt deine Pfote für den Abdruck drauf. Ich nehme rosa Kleber für die Pfotenballen. Das sieht niedlich aus. Okay, damit bin ich gleich fertig. Jetzt wechsle ich den Heizkleber. Für den Rest nehme ich klaren Kleber. Mit dem fülle ich den Abdruck komplett aus. Gleich bin ich fertig. Jetzt muss ich warten, bis alles fest ist. Dann kann ich das umdrehen und die Form entfernen. Als nächstes kommt der Sand runter, aber ganz vorsichtig. Ich will den Pfotenabdruck nicht anschneiden. Guck dir das an. Der ist perfekt. Du wirst immer zu mir zurückkehren. Oh, ich fühle mich schrecklich. Ich weiß, Süße. Die Katze ist auch warm. Keine Bange, Mickey. Ich mach dich gesund. Ich muss dich mit Zitrone einreiben. Igitt, Mama. Was? Du willst doch gesund werden, oder? Oh, das ist der gute Stoff. Dann versuchen wir etwas anderes. Ich muss nachdenken. Oh, ich weiß. Zuerst schneide ich die Zwiebeln auf. Und ich brauche auch Knoblauch. Soll ich das etwa essen? Bringen wir es hinter uns. Es schmeckt furchtbar. Iss weiter. So ist es brav. Was? Die Katze will auch? Oh, tut mir leid. Hier hast du. Ich habe es dir in deinen Napf gemacht. Ich weiß. Iss das einfach auf. Oh, hey, iss auch den Knoblauch. Worauf wartest du noch? Schon besser. Das ist so seltsam. Na, wenigstens schmeckt's einer. Ich muss aufholen. Das letzte Stück Knoblauch. Ugh, hoffentlich bringt das auch was. Hey, riechst du das auch? Puh, dein Atem stinkt. Das müssen wir ändern. Ich werde deine Zähne putzen. Und dann ist dein Atem wieder frisch. Mach's dir bequem. Alles wird gut. Der Geruch ist ganz schön aufdringlich. Hier habe ich deine Bürste. Bald aufmachen und los geht's. Wie fühlt sich das an? Ich glaube, wir sind fertig. Warte, ich riech das immer noch. Bin ich das etwa? Ih, das riecht ja übel. Ich putze mir auch lieber die Zähne. Das ist alles Mamas Schuld. Bin gleich fertig. Ah, das ist schon besser. Das hätte peinlich werden können. Atem überprüfen. Minzig. Dann sind wir hier fertig. Du bist so schmusig. Komm, lass uns gehen. Mal gucken, was Mama gerade macht. Ich mach mich lieber für die Schule fertig. Huh? Was war das denn? Hey, was macht dein Wassernapf hier? Oh, der ist leer. So geht das nicht. Warte kurz, ich mach den für dich voll. Ich habe hier frisches Wasser für dich. Ich mach den bis zum Rand voll. Du hast bestimmt großen Durst.
Der ist voll. Na los, trink schon. Braver Hund, du bist so lieb. Ich bin auf der Couch, falls du noch mehr willst. Ich muss doch meinen Rucksack packen, hä? Worauf sitze ich denn? Was zum... Wie kann das denn sein? Dein Ernst? Du hast schon alles ausgetrunken? Okay, ich mach dir noch was rein. Bin ich froh, dass du das Klo benutzt. Dann gieße ich auch gleich noch die Pflanzen. Hey, das kann doch nicht sein. Was macht dein Napf hier? Guck mich nicht so an. Okay, ich mach sie voll. Schon wieder. Och, komm schon. Langsam wird's albern. Spielst du mir etwa einen Streich? Was ist denn hier los? Wie machst du das überhaupt? Ich kann das nicht den ganzen Tag machen. Ich habe noch andere Sachen zu tun. Oh, Justin, du bist so ein guter Küsser. Aber dein Atem, Du willst nicht, Justin. Hey, wo willst du hin? Ich hätte es wissen müssen. Okay, ich gebe dir Wasser. Schon wieder. Das ist das letzte Mal, verstanden? Gut. Oh nein, es ist schon so spät. Ich bin spät dran, muss los. Puh, ich hab's geschafft. Ich leg nur noch die Bücher in den Spind. Das war ein tolles Workout. Oh, hey, Mickey. Oh nein. Nein. Ich dachte, du kommst heute Morgen auch zum Yoga, Mickey. Meinem Hund geht das Wasser aus. Was mache ich nur? Er wird verdursten. Ich bin ein schrecklicher Mensch. Nein. Das kann ich nicht zulassen. Ich muss los. Da bist du ja. Ich bin erleichtert. Tut mir schrecklich leid. Ich werde dich nie mit einem leeren Napf zurücklassen. Das verspreche ich dir. Ich weiß, was wir brauchen. Ich muss kurz telefonieren. Hallo? Ja, ich brauche Hilfe. Danke. Hä? Schon da? Wow, das ging ja schnell. Das wird mein Problem lösen. Es ist ein kleiner Wasserbrunnen. Den muss ich natürlich erst auffüllen. Du bist ein sehr durstiger Hund. Wir brauchen also eine Menge Wasser. Und jetzt kommt der Deckel drauf. Der ist perfekt und niedlich. Genau wie du. Und ich muss nicht ständig auffüllen. Oh, du magst den. Daran hätte ich schon früher denken sollen. Das hätte einiges einfacher gemacht. Egal, jetzt hast du genug Wasser. Und ich bin beruhigt. Ich gehe mal lieber wieder in die Schule. Das war so lustig. Du hättest dabei sein sollen. Oh, ich ruf später nochmal an. Du bist aber ein süßer Hund. Was machst du hier draußen? Bist du ein Streuner? Komm mal her. Hab keine Angst. Oh, so süße braune Kulleraugen. Du bist so niedlich. Willst du mit mir nach Hause kommen? Ich wollte schon immer einen Hund. Oh, du bist so freundlich. Wir werden beste Freunde. Das weiß ich. Ih, guck dir meine Hand an. Du bist so schmutzig. Du brauchst ein Bad. Nein, geh da nicht rein. Ich bin so gefesselt von diesem Film. Hey, ist da jemand? Ich dachte, ich habe was gehört. Wir haben's geschafft. Mama weiß nicht, dass wir hier sind. Ab in die Wanne mit dir. Ist okay, hab keine Angst. Gleich bist du wieder schön sauber. Und du wirst gut riechen. Ich mag dieses Shampoo. Jetzt drehen wir das Wasser auf. Hey, du sollst das nicht trinken. Egal, fühl dich wie zu Hause. Warum riecht's hier nach nassem Hund? Irgendwie seltsam. Das müsste reichen. Das ist dein Hundespaar. Du hast so ein Glück. Oh, Seifenblasen. Bleib bei der Sache, Mandy. Das gefällt dir, oder? Wie fühlt sich das an? Ist das Wasser warm genug? Entspann dich. Das hast du dir verdient. War das ein Hund? Nein, das kann nicht sein. Aber ich guck trotzdem nach Mandy. Und jetzt wird geschrubbt. Was ist hier los? Das machst du nicht. Hey Mama, stehst du schon lange da? Du musst das hier nehmen. Damit geht's viel einfacher. Das kommt an den Wasserhahn. Wichtig ist, dass es fest sitzt. Wir wollen ja keine Überschwemmung. Und die Bürste stülpst über deine Hand. Jetzt dreh das Wasser auf. Das ist auch ein Duschkopf. Mit dem kannst du den Hund abduschen. Hunde lieben das. Und alle sind glücklich. Wow, der ist sehr schmutzig. Aber alles wird gut. Gleich bist du wieder sauber. Juhu! Das macht mir Spaß. Und wir sind gleich fertig. Danke, Mama. Stopp, du bist ja fast so schmutzig wie der Hund. Hä? Echt? Danke, Mama. Jetzt trocknen wir den Hund noch ab. Das sieht voll gemütlich aus. Und du machst die Wanne sauber, richtig? Hä? Du bist so ein Nerd. Schau dich an. Lass mich in Ruhe. Also, was willst du heute machen?
Kein Plan. Oh, schau dir das an. Eine Katze zum Mitnehmen? Wow. Oh, schau sie dir an. So süß. Komm her, Kätzchen. Du bist so süß. Hallo? Wir holen uns keine Katze. Bitte, ich kümmere mich auch gut um sie. Du kümmerst dich nicht mal um dich selbst. Nein. Bitte. Bitte. Na gut, aber ich mach das Katzenklo nicht sauber. Hey, Mindy, willst du mal streicheln? Komm schon. Nein, ich mag keine Katzen. Oh, schau dir den Hund an. Wenn du eine Katze bekommst, bekomme ich einen Hund. Oh ja. Willkommen in deinem neuen Zuhause, Rover. Schau dir diese Loser an. Hör nicht hin, Mimi. Für mich wirst du immer ein Gewinner sein. Das ist der beste Tag aller Zeiten. Oh nein, Mama. Wir müssen sie verstecken. Hallo, Kinder. Wie geht's euch? Was habt ihr denn da? Oh, ich spüre ein Kitzeln in der Nase. Hatschi! Meine Allergien machen sich bemerkbar. Und das könnte der Grund sein. Das ist Mimi. Und das ist Rover. Du musst schon zugeben, dass er echt hübsch ist. Ich glaub's nicht. Ihr kennt die Regeln. Keine Haustiere. Ich klebe es genau hierhin als Erinnerung. Raus mit den Tieren. Aber das ist so unfair. Nun, Mimi, das war's. Ich hasse Abschiede. Ich werde dich nie vergessen. Oh mein Gott, so ein Weichei. Du gehst nirgendwo hin, Rover. Ich verstecke dich hier. Okay, probieren wir das nochmal. Ernsthaft? Komm zurück. Vielleicht kann ich dich ja verkleiden. Ich meine, du siehst Oma echt ähnlich. Hey, ich tue hier mein Bestes. Mimi, was machst du denn? Geh nicht. Ich muss dir doch noch so viel sagen. Ich werde dich niemals aufgeben. Warte, ich habe eine Idee. Ich werde dir ein neues Haus bauen. Warte hier auf mich. Keine Sorge, das wird nicht lange dauern. Ich benutze diese Schuhkartons als Stütze für den Tisch. Hm, einer noch. Das sollte reichen. Sieht gut aus. Hinten hänge ich es mit der Decke ab. Wow, das sieht gut aus. Schau's dir an, Mimi. Moment, wir haben keine Wände. Das könnte ein Problem werden. Aber ich weiß, wie ich das ändern kann. Verlass dich auf mich. Schau dir das an. Schon besser, oder? Gefällt es dir? Das ist traurig. Aber so eine Idee ist nicht schlecht. Vielleicht sollten wir dir auch ein Plätzchen bauen. Das ist gemütlich. Du verdienst nur das Beste. Was zum... Wow. Sieht aus, als hätten wir Nachbarn. Wir sollten ihnen ein Einweihungsgeschenk machen. Was glotzt du so? Die sind nicht so freundlich. Egal. Fühlt sich das gut an, Rover? Es geht doch nichts über eine gute Massage. Oh, Justin ruft an. Ich muss dran gehen. Ich habe ganz vergessen, dass wir uns heute treffen wollten. Hey, Justin. Ich mache mich gerade fertig. Okay, bis dann. Tschüss. Ich muss mich beeilen. Oh, mein Oberteil ist voll mit Fell. So kann ich nicht rausgehen. Die Haare sind überall. Oh, wie nervig. Das ist mein Lieblingsoutfit. Schätze, ich muss mich umziehen. Ich muss mich beeilen. Schon besser. Was? Verurteilt mich nicht. Das ist bequem. Aber was mache ich nur mit Rover? Ich werde ihn sicher nicht bei Chris lassen. Oh, ich weiß schon. Ich schnapp mir einfach ein paar Klamotten. Meine Lederjacke? Oder der langweilige Pulli von Chris? Der langweilige Pulli gewinnt. Ich brauche auch ein paar seiner T-Shirts. Ich stopfe den Pulli mit ihnen aus. Das sollte reichen. Und ich kann diesen Schädel benutzen. Der kommt in die Kapuze. Und fertig ist mein Hundesitter. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Hey, Rover, komm her. Ich will dir jemanden vorstellen. Dieser gruselige Typ wird auf dich aufpassen, während ich bei Justin bin. Keine Sorge, er beißt nicht. Ich rede von Rover. Mach's dir bequem. Hey, Justin, wir müssen das verschieben. Ich habe einen Notfall. Chris hat sich einen Nagel abgebrochen. Du bist meine beste Freundin, Mimi. Ich könnte dich den ganzen Tag kuscheln. Dein Fell ist so schön weich. Nein, nein, hör auf. Igitt, ich glaube, ich habe was davon verschluckt. Ich bin klatschnass. Ist schon gut. Ich weiß, dass es deine Art ist, Liebe zu zeigen. Aber ich muss mich umziehen. Ich stinke. Ich kann es echt nicht glauben. Naja, wenigstens nur Pippi. Ich ziehe mich besser um. Was ist mit meinen Klamotten passiert? Sie sind alle weg. Was mache ich denn jetzt? Da gibt es nur eine Lösung. Ich muss Mindys Klamotten anziehen. Hm, steht mir irgendwie ganz gut. Mimi, du musst schon wieder?
Warte, ich habe eine tolle Idee. Und fertig. Mimi, ich habe dir ein Klo gebaut. Komm her, hier hast du etwas Privatsphäre. Fertig? Vergiss nicht, deine Pfoten zu waschen. Ich bin so stolz auf dich. Oh yeah! Rock! Hör dir dieses Gitarrensolo an, Rover. Sie sehen so glücklich aus. Wir sollten auch so etwas tun, Mimi. Was meinst du? Nein, du stehst nicht auf Musik? Schon okay, uns fällt schon was anderes ein. Egal wie, wir werden Spaß haben. Mimi, wo gehst du denn hin? Ich bin etwas neidisch auf Mindy und Rover. Aber Mimi stößt mich immer weg. Rover genießt das richtig. Das ist es. Ich muss es Mimi bequemer machen. Zeit für etwas Online-Shopping. Ich möchte das perfekte Geschenk finden. Mal sehen, was es so gibt. Wow, das hier wäre perfekt. Aber das ist zu teuer. Es sei denn, ich haue Mama an. Hallo, Mami. Du siehst hübsch aus heute. Oh, danke, mein Schatz. Ich wollte mal fragen, ob ich etwas mehr Taschengeld haben kann. Vielleicht so 2000 Euro extra? Was? Soll das ein Witz sein? Sehr lustig. Den Lacher habe ich echt gebraucht. Danke, Chris. Wirklich? Ich wusste, dass das funktioniert. Ich schau mal in den Geldbeutel. 2000 Euro? Hast du den Verstand verloren? Ich habe kein Geld, siehst du? Oh, okay. Also ist das ein Nein? Dann muss ich mir wohl was anderes überlegen. Ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Moment mal. Mamas Aktenordner. Der ist genau das Richtige. Sie braucht ihn bestimmt nicht. Sorry, Mama, aber den nehme ich mit. Ich erkläre es dir später. Ich muss los. Zeit, dass ich mich an die Arbeit mache. Wow, manchmal überrasche ich mich echt selbst. Ich habe ein kleines Haus für Mimi gebaut. Aber etwas fehlt noch. Schon besser. Wow, es ist perfekt. Hey Mimi, komm, schau dir das an. Wow, das ging aber schnell. Es muss dir also echt gefallen. Du siehst so glücklich aus. Ich liebe dich. Oh Mann, was sollen wir heute machen? Mir ist so langweilig. Hast du eine Idee, Rover? Warte, ich habe eine Idee. Wir könnten Ball spielen. Los, hol ihn. Oh, das hat ja super funktioniert. Was können wir sonst noch machen? Wow, das ist so armselig. Du bist also kein Sportfan. Vielleicht stehst du auf die einfachen Dinge im Leben. Wie wäre es mit diesem Spielzeug? Und, was meinst du? Komm schon, Rover, du musst mir schon helfen. Mir gehen langsam die Ideen aus. Okay, wie wäre es damit? Einmal bellen heißt ja, zweimal nein. Oder du ignorierst mich einfach weiter. Du machst es mir echt nicht einfach. Das ist so frustrierend. Genau deshalb bin ich ein Stressesser. Das sind nicht meine Chips. Das ist Hundefutter. Igitt, wie eklig. Was sagst du, Rover? Oh, du willst einen Snack? Und ich habe eine Idee für etwas Spaß. Okay, alles ist bereit. Oh, Rover, spielen wir drei gewinnt. Such dir ein Leckerli aus und ich markiere das Feld. Oh, gute Wahl. Und hier kommt ein Kreis hin. Ich bin dran. Ich nehme das hier. Du bist an der Reihe. Bist du dir sicher? Okay, deine Entscheidung. Ha? Was macht Mindy da? Oh, wie süß. Ich nehme den hier. Langsam wird's spannend. Denk drüber nach. Du hast gewonnen. Du bist so ein schlauer Hund. Gut gemacht. Aber ich will eine Revanche. Zeit, die Anwesenheit zu prüfen. Gina? Oh, hier. Gut. Und Mickey? Bin da. Wunderbar. Wer fehlt noch? Matthew, bist du da? Sitzt du an deinem Platz? Oh, da bist du, ja. Gut. Einen Augenblick. Du meine Güte. Das hat ihn umgehauen. Was ist passiert? Ach ja, genau. Das ist mein Klassenzimmer. Und da ist das Tiere-Verboten-Schiff. Wir werden schon einen Weg reinfinden. Stimmt's, Meloni? Nice. So entdeckt dich niemand. Auf diese Weise schmuggeln wir dich rein. Zeit für etwas Chamäleon-Technologie. Okay, alles ist da. Nichts fehlt. Dann ziehe ich mich mal um. Los geht's. Noch die Kapuze drüber. Die Show kann beginnen.
Klasse, jetzt bin ich unsichtbar. Getarnt wie ein Chamäleon. Das ist so cool. Dann schleiche ich mal ins Zimmer. Ich darf keinen Mucks machen. Niemand darf mich bemerken. Aua! Oh nein, hoffentlich blicke ich dich auf. Was war das? Da ist nichts. War wohl Einbildung. Oder es kam von draußen. Ja, ich bin noch dran. Das war ganz schön knapp. Ich gehe besser weiter. Das darf nicht noch einmal passieren. Oh nein, das Mittagessen schlägt mir auf den Magen. Oh, mein Bauch. Oh, schon viel besser. Was riecht hier so? Bin ich das? Von mir kommt es nicht. Vielleicht stinkt der Müll? Puh, nochmal davon gekommen. Ich bin auf geheimer Mission. Genau wie ein Geheimagent. Fast geschafft. Ich muss nur noch die Tür öffnen. Hä? Ist die Tür gerade von selbst aufgegangen? Ja, nicht. Geschafft. Ich bin im Klassenzimmer. Danke für deine Hilfe, Meloni. Du hast dir eine Pause verdient. Behalt dieses Geheimnis besser für dich. Ich bin bereit für die Sportstunde. Die Luft ist rein. Perfekt. Das brauche ich nicht. Noch ein T-Shirt. Das suche ich auch nicht. Geister. Mein Football, den nehme ich mit zu Sport. Das ist kein gewöhnlicher Football, sondern ein Geheimversteck für mein Haustier. Hey Charlotte. Oh, ich liebe es, wenn Schüler pünktlich sind. Ja klar. Bist du bereit für den Unterricht? Oh, zeig mal deinen Football her. Komm, wirf ihn her. Besser nicht. Komm schon, gib ihn her. Das reicht. Gib ihn sofort her. Nein, das ist meiner. Loslassen. Meine Güte, stell dich nicht so an. Das ist nur ein Football. Was ist das? Ein Reißverschluss? Also, da stimmt doch etwas nicht. Was verbirgt sich hinter dem Reißverschluss? Wie? Der ist leer? Oh nein. Du kannst deinen Football wieder haben. Hier. Charlotte, wo bist du? Komm zurück. Sie muss sich hier doch irgendwo versteckt haben. Aber hier? Wo ist sie nur? Hey, sind das nicht Spinnweben? Wenn ich ihnen folge, werde ich Charlotte finden. Wie konnte sie nur ausbrechen? Die Spur endet im Klassenzimmer. Oh nein, das ist eine Katastrophe. Charlotte, lass den Lehrer aus deinem Spinnennetz frei. Wir hatten doch schon darüber gesprochen. Ich bin hier raus. Oh, es tut mir leid. Ah, da bist du ja, du kleiner Schlingel. Hä? Was hast du da? Eine Katze? Nein, nein, du kennst die Regeln. Tiere sind im Klassenzimmer verboten. Es gibt keine Ausnahmen. Bring die Katze raus. Menno, na schön. Und was machen wir jetzt, Miezi? Ich kann nicht glauben, dass er dich nicht ins Klassenzimmer lässt. Ich habe eine Idee. Mit der Deko und meinem Rucksack bringe ich Miezi ins Klassenzimmer. Ich lege die Halbkugel auf meinen Rucksack. Mit einem Bleistift fahre ich die Form nach. Ich fahre einmal komplett drumherum. Dann schneide ich die Form aus. Mit der Heißklebepistole fahre ich entlang der Form. Dabei sollte mir der Kleber nicht ausgehen. Gut, das sollte reichen. Die Halbkugel drücke ich auf den Kleber. Damit es noch süßer aussieht, verziehe ich den Rand. Perfekt, das war's. Kein Unfug machen, hörst du? Während Miezi in dem Rucksack ist, kann sie aus dem Fenster schauen. Ha,
Hi, bin wieder da und bereit für die erste Stunde. Sicher, dass du keine Katze dabei hast? Zumindest sehe ich keine. Okay, du darfst ins Klassenzimmer. Wir haben es geschafft, Mizi. Du kannst jetzt rauskommen. Oh mein Gott, die Katze ist so süß. Oh nein, da kommt der Lehrer. Schnell, versteck dich, bevor es zu spät ist. Also dann, der Unterricht kann beginnen. Hoffentlich entdeckt er die Katze nicht. In der heutigen Stunde geht es um Atome. Puh, wir sind erstmal sicher. Er hat nichts bemerkt. Oh nein, wo ist Mizi hin? Beruhig dich, wir werden sie schon finden. Oh, schau mal dort drüben. Mizi, oh nein, was machst du denn da? Hä? Was soll die ganze Aufregung? Meldet euch leise, wenn ihr eine Frage habt. Hä? Aber das ist doch... eine Katze? Du hast mich an der Nase herumgeführt. Entschuldigung. Oh Mann, die Stunde ist so langweilig. So, das war's. Die Stunde ist vorbei. Endlich Pause. Ich bin schon am Verhungern. Mein Magen knurrt schon total. Oh, ihr Essen sieht so lecker aus. Darauf habe ich mich schon den ganzen Tag gefreut. Oh, hey, deine Augen fangen gleich raus. Ich bin so hungrig. Okay, dann fangen wir an zu essen. Oh, ach so. Hier, ich zeig dir etwas. Ich habe meine neue Babyschildkröte mitgebracht. Oh mein Gott, so winzig klein und süß. Nicht wahr? So klein, dass sie sogar in eine Brotbox passt. Oh nein, der Lehrer schaut rüber. Ich fange lieber an zu essen, damit er keinen Verdacht schöpft. Ha? Wieso isst du nicht dein Vespa? Dann fange ich wohl besser an zu essen. Nein, was tust du? Deine Schildkröte! Ha? Hast wohl doch noch Hunger bekommen? Dann kann ich ja weiter essen. Oh, das war knapp. Keine Sorge, ich würde dich niemals essen. Du bist meine kleine Schildkrötenprinzessin. Ah, das schöne Leben. Ein Typ, der mit seinem Hund abhängt. Kann's noch besser werden? Ich glaub nicht. Hey, was ist das? Du hast doch nicht etwa... Naja, da wird sich jemand freuen. Komm, lass uns abhauen. Komm, Bruno. Du bist so ein braver Hund. Ich bin so glücklich. Nichts kann das verderben. Hä? Was ist das? Oh, das ist ja ekelhaft. Aber ich kann's nicht liegen lassen. Ich muss den wegmachen. Zum Glück bin ich vorbereitet. Der Beutel kommt über den Kotgreifer und los geht's. Der schnappt sich die Kacke. Und ich mach mir nicht die Hände schmutzig. So einfach ist das. Igitt, das stinkt. Das wandert in den Müll. Und das war's schon. Gute Arbeit, Bruno. Komm! Nein, das ist mein Einhorn. Buff, oh, der pennt noch. Nicht mehr lange. Ich werde den aufwecken. Hoffe, das klappt. Los geht's! Autsch! Was war das? Das tat echt weh. Ich muss eingepennt sein. Oh, Limo. Genau, was ich brauche. Ah, erfrischend. Hä? Was guckst du dir da an? Willst du mir was sagen? Warte. Oh, dein Halsband ist kaputt. Wir brauchen ein neues. Dafür brauche ich Kohle. Hm, das wird nicht reichen. Sorry, ich bin pleite. Oh, warte mal. Ich habe eine Idee. Ja, das könnte klappen. Ich brauche diese Limolaschen. Durch eine fehle ich den Schnürsenkel. Ich stecke den durch beide Löcher. Dann kommt eine zweite dazu. Jetzt fehle ich den Schnürsenkel durch die erste, genau so. Das mache ich auch durchs andere Loch. Und festziehen. Jetzt noch die anderen Laschen. Das mache ich entlang des Schnürsenkels. Ich glaube, das reicht.
Hey, guck mal. Ich habe dir ein Halsband gemacht. Hoffe, das gefällt dir. Schauen wir mal, wie es aussieht. Wow, passt perfekt. Du siehst echt cool aus. Das hast du verdient. Wie wär's mit diesen Ohrringen? Nee. Oh, die Halskette ist hübsch. Die glitzert schön. Und steht mir echt gut. Oh, hey, Bruno. Du willst meine Halskette? Okay. Dein Geschmack ist exquisit. Lass mich sehen. Ich glaube nicht. Wir probieren was anderes aus. Kein Fan von Perlen, was? Ich muss dir doch was für dich haben. Ach, lass uns lieber spielen. Hol den Ball. Nein! Was habe ich getan? Das gibt eine Beule. Geht's dir gut? Ich mach das nie wieder. Versprochen. Warte mal. Vielleicht helfen diese flauschigen Bälle. Denkst du, was ich denke? Aus denen wird ein tolles Hundeaccessoire. Zuerst brauche ich Nadel und Faden. Ich steche die Nadel durch den Ball und ziehe ihn auf den Faden. Am Ende ist ein Knoten als Stopper. Jetzt kommen noch mehr Bälle und ich wechsle die Farben. Ich fädle immer mehr auf. Und am Ende verknote ich beide Enden. Jetzt habe ich eine Kette. Wow, gefällt mir. Hier, für dich. Du siehst fantastisch aus. Echt gut geworden. Du siehst bezaubernd aus. Ich weiß, siehst du immer. Komm schon. Warte, eine Nachricht. Hä? Das ist Emily. Ich habe vergessen, dass sie vorbeikommt. Sie darf dieses Chaos nicht sehen. Ich muss aufräumen. Und zwar schnell. Worauf warte ich noch? So schlimm ist das ja nicht. Sieht schon besser aus. Ich muss hier lang. So, das muss reichen. Was noch? Das wandert in den Müll. Ich denke, das war's. Puh, ich hab's geschafft. Warte, was ist das? Guck dir die Haare an. Und so viele. Dafür gibt's nur einen Schuldigen. Du. Wie konntest du mir das nur antun? Oh, ich hab keine Zeit für sowas. Warte, ich weiß, was ich machen kann. Ich sprühe Wasser auf den Gummihandschuh. Der muss schön feucht sein. Jetzt wische ich die Haare einfach weg. Wow, klappt perfekt. Das hätte ich schon früher machen sollen. Geht schnell und einfach. Das muss reichen. Oh, Emily ist da. Ich verstecke die Haare hier drin. Jetzt ganz natürlich verhalten. Hey, Emily. Ich freue mich, dich zu sehen. Oh, Chips. Ich darf doch, oder? Was zum? Matthew? Was ist hier los? Ich kann das erklären. Joink. Okay, das war seltsam. Geht's dir gut? Ja, aber ich musste mir die Zähne putzen. Ich bereite jetzt alles für die Party vor. Ich habe noch einiges zu tun. Das ist süß. Sieht gut aus. Jetzt zur Torte. Ah, die riecht gut. Die macht Appetit. Jetzt mache ich mich fertig. Ich liebe Partyhüte. Die sehen lustig aus. Siehst gut aus. Ich denke, das war's. Ich freue mich. Komm in meine Arme. Wir werden uns prächtig amüsieren. Das weiß ich. Oh nein, mein Kleid. Voller Hundehaare. Das ist eine Katastrophe. Und die Party fängt gleich an. Was mache ich denn jetzt? Das wird total peinlich. Haha, guck sie dir an. Die Party ist ruiniert. Hä? Was willst du? Kannst du mir helfen? Ich soll dir folgen. Und? Was jetzt? Oh, was ist das? Du hast ein Geschenk für mich. Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Du bist zu gut zu mir. Okay, ich mach's auf. Nein, hast du nicht. Genau, was ich brauche. Passt auf, Leute. Ich mach's auf. Und fahre damit über mein Kleid. Das sammelt alle Haare auf. Ist ein praktisches kleines Gadget. Mein Kleid sieht wieder gut aus. Also kein Grund zur Panik. Ich glaube, das war's. Wow, keine Haare mehr. Die Party kann losgehen. Und ich kann's kaum erwarten. Was würde ich nur ohne dich tun? Mindy, du hast es geschafft. Ich wollte nicht fehlen. Happy Birthday. Oh, was für ein süßer Hund. Ja, ist er. Du bist der Beste. Wir probieren das gleich nochmal aus. Und los geht's. Das Leckerli ist unter diesem Becher. Und du sollst das Leckerli finden. Behalte den Becher im Auge. Und weißt du, wo das Leckerli ist? Wähle einen Becher. Ich drücke dir die Daumen. Fein gemacht.
Und unter diesem Becher wäre das gewesen. Viele Leckerlis. Da staunst du was? Putzen, putzen, jeden Tag nur putzen. Ich brauche eine Pause. Puh. Komm her, Kleiner. Hey. Hey, Mom. Und weiter putzen. Hey. Ich habe doch eben erst den Boden gewischt. Und jetzt ist er schon wieder dreckig. Das kann ich nicht dulden. Ein schöner Tag. Matthew! Oh, sie klingt voll wütend. Was ist? Schau mal! Was ist mit dem Boden? Oh, das tut mir leid. Ich habe die Nase voll von Putzen. So ein Drama wegen nur ein bisschen Dreck? Und, macht das Spaß? Er ist ein feiner Hund. Das war anstrengend. Endlich bin ich fertig. Hey, schau mal her. Okay, und? Ich glaube, da hat ein Loch. Er lässt sich nicht aufblasen. Mann, ist die hohl. Das ist kinderleicht. Das macht mir so keinen Spaß mehr. Kannst du mir helfen? Wer spielt denn heute noch mit Luftballons? So einfach geht das. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Hey, gib ihn wieder zurück. Ein Luftballon hilft gegen schmutzige Pfoten. Schneide das Mundstück des Luftballons ab. Und ich bin mal wieder am Putzen. Hey, Mom. Mach dir jetzt wieder eine Schweinerei auf dem Boden? Heute nicht. Okay. Die brauche ich nicht mehr. Du kannst wieder runter. Eine elegante und saubere Lösung. Sein Einfallsvermögen hat er bestimmt von mir. Endlich kann ich duschen. Oh, hey, runter von den Handtüchern. Das ist kein Bett für dich. Runter mit dir. Dieser Hund macht mich noch wahnsinnig. So viele Haare, das kann ich nicht mehr benutzen. Igitt. Mann, bin ich müde. Endlich kann ich schlafen. Dein Ernst? Böser Hund, runter mit dir. Das ist mein Bett. Na toll. Und wieder ist alles voller Haare. Mir reicht's. Grün steht mir nicht. Was ziehe ich stattdessen an? Echt jetzt? Was stimmt denn nicht mit dir? Oh, ich kann dir nicht böse sein. Eigentlich bist du ein braver Hund. Aber du verlierst einfach zu viele Haare. Hey, mir ist gerade eine Idee gekommen. Das könnte die Lösung sein. Leg einen alten Pullover auf einen Tisch. Näher an der Brust entlang. Hey, du hast Talent dafür. Schneide den restlichen Faden ab. Als nächstes steckst du ein Kissen in den Pullover. Näh den Pullover zu. Jetzt füllst du den oberen Bereich mit weichem Material. Alles schön ausstopfen. Dasselbe machst du mit den Ärmeln. Alles komplett auffüllen. Danach brauchst du etwas Kleber, um die Ärmel aneinander zu kleben. Und fertig ist das Hundebett. Wow, das war einfach und hat Laune gemacht. Hier ist genug Platz. Komm her, du hast jetzt dein eigenes Bett. Na, gefällt's dir? Heute ist ein besonderer Tag. Mal sehen, was muss ich noch erledigen? Ah ja, ich muss noch das Geschenk besorgen. Das habe ich total vergessen. Jetzt aber schnell.
Hab ich noch Geld für ein Geschenk? Sieht schlecht aus. Oh, und da ist ja meine kleine Pfotenprinzessin. Was mache ich denn jetzt bloß? Hey, was sagst du zu meinem neuen T-Shirt? Ist nicht mein Ding. Echt? Aber ich dachte, Orange steht mir voll gut. Hey. Was? Ich habe da eine Idee. Wow! Hey, trägst du einen? Das bleibt unter uns. Solange er sich damit wohlfühlt. Das ist perfekt. Leg ein Stück Karton auf eine glatte Oberfläche. Mit einem Schraubenzieher machst du Löcher in die Ecken. Mit einem Metalldraht gehst du durch die Löcher. Etwas so. Und gut festkleben. Alle vier Drähte mit Klebeband befestigen. Leg ein T-Shirt über den Draht. Das Loch soll nach vorne. Die Ärmel nach innen stülpen. Na, erkennst du es schon? Ein Unterschlupf für meine Katze. Das war einfacher als gedacht. Hier, dein Geburtstagsgeschenk. Es gefällt ihr. Home sweet home. Ich könnte dich den ganzen Tag lang knuddeln. So ein braver Hund. Der beste Hund der Welt. Na los, gib mir einen Kuss. Das kitzelt. Mann, ist das widerlich. Wie lange stehst du schon da? Hübsche Frisur. Fehlt da nicht noch etwas? Auf jeden. Was riecht hier so? Oh, mir wird ganz schlecht. Hä? Sollte ich mein Parfüm ändern? Das war seltsam. Oh, das ist furchtbar. An mir kannst du nicht liegen. Aber der Hund? Komm her, Bello. Was hast du nur gegessen? Ekelhaft. Wie eine Müllhalde. Wir müssen etwas gegen deinen Mundgeruch tun. Bist du bereit für einen minzfrischen Atem? Ein bisschen Hundezahnpasta. Weit aufmachen, hörst du? Alle Zähne sollen sauber werden. Stell dich nicht so an. Bleib still. Na, mach schon. Okay, ich gebe hier schon auf. Was mache ich denn jetzt? Ja, ich hab's. Schneid den Kopf der Zahnbürste ab. Füge etwas Kleber an der Fingerkuppe eines Gummihandschuhs hinzu. Dann klebst du den Zahnbürstenkopf fest. So komme ich sogar zu den Backenzähnen. Okay, Versuch Nummer 2 mit der Hundezahnpasta. Schon besser, etwas Mundhygiene schadet nicht. Sag Adieu zu Mundgeruch. Das war einfach. Wer ist ein braver Hund? Du bist ein braver Hund. Ich poliere mal lieber den Scanner. Das ist ein guter Winkel. Einen Moment mal. Wir haben hier eine Regel. Haustiere sind nicht erlaubt. Naja, ich bin nur Fotografin. Darf ich ein Foto machen? Ja, ganz genau so. Wunderschön. Das sind exzellente Posen. Du solltest überlegen, Model zu werden. Glaubst du, wir können auch welche ohne das Ding machen? Super, ja, das ist so viel besser. Oh, wow, so cool. Du warst echt unglaublich. Wirklich? Oh mein Gott. Naja, geh durch. Moment, wo ist denn mein Scanner? Ist die Luft rein? Sieht so aus. Da bist du ja, Jilly. Holen wir dich hier raus. Was ein braver Gecko. Du bist einfach der Süßeste. Hey, ist das eine echte Eidechse? Yikes. Nein, danke. Nichts für mich. Hör nicht auf sie, Jilly. Du bist der Beste. So, bitte sehr. Mach's dir bequem. Jilly? Jilly? Wo bist du hin? Jilly! Ich brauche eine neue Maniküre. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wow, dieser Job ist manchmal voll langweilig. Oh, hier kommt jemand. Wow, deine Haare sind spektakulär. So hoch. Und du hast bestimmt ewig gebraucht, um das zu stylen. Oh, richtig. Keine Haustiere. Ich muss dich also überprüfen. Versteckst du irgendwas in diesen Haaren?
Ich weiß es nicht. Ziemlich verdächtig. Ich denke mal, es ist alles okay und du kannst durch. Die Frisur ist aber irgendwie seltsam. Ob ich das mit meinen Haaren auch hinbekomme? Die Luft ist rein. Na dann los, komm runter, Ei. Oh, wow. Klingt, als wärst du bereit zu schlüpfen. Puh, ich bin echt gespannt, was passiert. Wow, das ist fantastisch. Ein Babydrache, so cool. Oh nein, passt auf. Rennt um euer Leben. Sorry, das ist meine Schuld, aber da hinten ist ein Drache. Oh, komm her, du. Ich glaube, ich werde dafür nicht genug bezahlt. Komm, Theo, wir besorgen dir was zum Futtern. Hey, Moment! Zurück mit dir! Was glaubst du, was du hier tust? Haustiere sind nicht erlaubt. Aber er ist doch so ein süßer Kater, stimmt's? Nope, damit kommst du bei mir nicht weiter. Im Ernst? Also du musst auch nicht gleich unhöflich werden. Ich glaube, ich sollte mal einkaufen gehen. Hast du irgendwelche Haustiere bei dir? Versteckst du etwas Pelziges, Gefiedertes oder Schuppiges? Ah, du versuchst raffiniert zu sein mit der Mütze. Aha, eine Schlange. Das geht auf keinen Fall. Schlangen sind hier definitiv nicht erlaubt. Nimm sie und verschwinde. Was, wenn ich... Ja! Au, mein Arm. Ah, ich durchschaue den Trick. Du kannst kein Haustier vor mir verstecken. Au, bitte meinen Arm nicht anfassen. Ah, tut mir so leid. Geh rein. Oh Mensch, dieses arme Mädel. Sie ist total drauf reingefallen. Komm raus, Slithers. Du bist in Sicherheit. Das ist eine brave kleine Schlange. Ist das eine Schlange? Oh, ich mag keine Schlangen. Was war das für ein Geräusch? Wohl nix. An mir kommt keiner vorbei. Hey, wie läuft's? Oh, dein Häschen ist so süß, aber nicht erlaubt. Haustierhasen sind verboten, also nimm dein bezauberndes Häschen und verschwinde. Okay, keine Bange, Hopsi. Ha, keiner kommt an mir vorbei. Hey, da bin ich wieder, diesmal ohne Häschen. Versuchst du irgendwas reinzuschleichen? Dann guck ich mal hier drunter. Okay, dann zeig mir mal den Basketball. Ja, okay. Hier. Bitte sei vorsichtig. Gucken wir mal. Ist alles in Ordnung? Kann ich rein? Na gut, hier hast du den Ball. Geh rein. Puh, das war krass. Immerhin habe ich uns in den Laden gebracht. Komm aus dem Ball, Hopsi. Du warst das perfekte Häschen. Gut, dass sie dich nicht gefunden hat. Alles klar, komm raus. Ich setz dich mal ab. Du bist das beste Häschen aller Zeiten. Ich liebe deine kleine Schnüffelnase. Okay, Marshmallows in den Mund. Oh, eine Kundin. Hi, ich bin hier, um was einzukaufen. Okay, gut. Hier gilt aber die Keine-Haustiere-Regel. Ich habe auch keine Haustiere. Nun, okay, dann kannst du reingehen. Puh, so schwer. Aber ich hab's reingeschafft. Ich esse noch schnell die Marshmallows auf. Niemand ist hier. Komm raus, Fluffs. Oh, du bist so ein guter Junge. Meinst du, wir brauchen das? Ja, du hast recht. Das ist eine gute Idee. Komm schon, Ptolemyu. Oh, sie ist eingeschlafen. Dann schleichen wir wohl einfach rein. Bist du bereit? Okay, dann lass uns gehen. Wer ist da? Schildkröte? Ist nicht erlaubt. Okay, okay, ich gehe schon. Oh, ist die gemein. Moment mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Dieser Schrumpfstrahler ist die Lösung. Halt dich fest, Ptolemyu. Oh, wie winzig und klein du jetzt bist. So klein und zierlich. Okay, dann lass uns mal shoppen gehen. Du versteckst dich dann einfach in meiner Tasche.
Versuch Nummer 2. Kann ich bitte rein? Habe ich dich und deine Schildkröte nicht eben weggeschickt? Keine Sorge, ich habe sie gerade nach Hause gebracht. Keine Schildkröte hier. Okay, na dann rein mit dir. Yes, das hat super geklappt. Komm raus, Tortolemiu. Das schreit nach einem Selfie. Komm, wir machen das. Wir sind beste Freunde. Bitte lächeln. Keiner kommt. Wow, schon gut. Keiner hat's gesehen. Okay, bleib cool. Stopp! Ich muss dich auf Haustiere überprüfen. Eigentlich solltest du mal die Füße ganz stillhalten, denn ich habe das. Oh, ups, es muss hier doch irgendwo sein. Da haben wir es. Stopp! Was ist das für eine Plakette? Oh, nein! Ja, genau, ich bin jemand Wichtiges. Oh, wow. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Oh, sorry. Lass mich schnell den Kaugummi loswerden. Bitte sehr. Wir heißen dich in unserem Laden willkommen. Puh, ich kann's nicht fassen, dass sie hier gerade aufgetaucht ist. Yes! Meine Verkleidung hat super geklappt. Alles klar, Leute. Wir haben's geschafft. Könnt ihr glauben, dass die falsche Plakette echt funktioniert hat? Okay, aber seid leise. Wir wollen nicht erwischt werden. Dieser Song ist so gut. Okay, stopp. Ich muss dich auf Haustiere untersuchen. Lass mich mal sehen, was in deinem Rucksack ist. Hier ist nichts drin. Das ist ja langweilig. Gut, dreh dich um, während ich den Scanner benutze. Oh nein, meine Verkleidung. Hä? Was ist mit deinem Gesicht los? Naja, geht mich ja nichts an. Geh durch. Wow, das war ganz schön knapp. Aber jetzt brauche ich die Verkleidung nicht mehr. Und das hast du super gemacht, Bugly. Junge, du hast deinen Rucksack vergessen. Hey, du bist gar kein Junge. Stopp! Was zum... Wo kommen all diese Fußabdrücke her? Ach du meine Güte, Pancake! Wie bist du so schmutzig geworden? So eine Sauerei. Und du hast auch den Boden verschmutzt. Hallo, ich bin's. Ein Typ, der dein Hündchen sauber macht. Oh, so weich und warm. Und jetzt ist es Zeit, sauber zu werden. Ab in die Wanne mit dir, Kleiner. Und schau, ich habe diesen Gummischrubber, mit dem ich dich reinigen kann. Das Beste daran ist, dass ich das Welpenshampoo direkt hineinlegen kann. Und jetzt können wir mit dem Schrubben beginnen. Das Shampoo kommt raus, während ich schrubbe. Sieh nur, wie die Seifenlauge all den Schmutz beseitigt. Oh, ich hoffe, Pancake geht es gut. Jetzt sind wir mit dem Schrubber fertig, also wird es Zeit, die Füße zu reinigen. Pancake, ich muss nur deinen kleinen Fuß in diese Röhre stecken. Ih, aber jetzt ist dein Fuß sauber. Und der ganze Welpe auch. Juhu, Pancake, geh zurück zu deiner Mutter. Ich bin sicher, sie hat dich sehr vermisst. Vielen Dank für die Reinigung von Pancake. Wir wissen das wirklich zu schätzen. Kein Problem. Hm? Oh, hey, Pancake. Wie geht's? Oh, ich schätze, du willst nach draußen gehen, was? Ja, klar. Hey, es ist ein schöner Tag draußen. Ein Spaziergang wird uns beiden gut tun. Na gut, bist du bereit? Los geht's. Komm schon. Pancake, raus mit dir. Los, los. Los geht's. Raus. Genau das, was du willst. Es nützt nichts. Zeit für den Babygurt. Es ist so schön draußen. Einfach ein perfekter Tag, wirklich. Das war eine tolle Idee, Pancake. Und jetzt lauf ein bisschen herum. Ich entspanne mich hier auf der Bank und lasse ihn spielen. Wow, seht ihn euch an. Er muss eine Menge Energie gehabt haben. Ich bin froh, dass er sich gut amüsiert. Oh, hey, bist du so ein guter Junge? Ja, das bist du. Oh, da ist er wieder. Er will wohl noch ein bisschen herumlaufen. Was ist das? Wann hat er das gemacht? Großartig. Das riecht absolut schrecklich. Dagegen muss ich natürlich etwas unternehmen. Warte, ich weiß. Ich habe diesen Stock. Das sollte genügen. Komm schon, Stock. Hilf mir hier raus. Ich brauche dich wirklich. Na toll. Dieser Stock hat absolut nichts bewirkt. Was nun? Oh, hey, Pancake. Da bist du wieder. Und was hast du da? Lass mich mal sehen. Das ist wie ein Mini-Pooper-Scooper. Du bist so klug, Pancake. Das ist genau das, was ich brauche. Es ist alles aufgeräumt. Aber Junge. Was zum... Was ist denn hier passiert?
Und auch nicht nur hier, sondern überall. Alle Pflanzen. Jeder einzelne ist umgekippt. Oh. Doom Kitty, ich weiß, dass das deine Schuld ist. Versuchen Sie nicht, es zu leugnen. Warum machst du so eine Sauerei? Nun, ich denke, du machst deinen Namen alle Ehre. Ha, aber jetzt muss ich etwas gegen dieses Chaos unternehmen. Vielleicht kann ich das einfach mit meiner Socke regeln. Ich weiß nicht. Ich meine, es funktioniert irgendwie, denke ich. Moment, das bringt mich auf eine tolle Idee. Dafür brauche ich aber meine Socke. Und ich rolle sie so runter. Okay, nächster Schritt. Ich werde etwas Grassamen brauchen. Diese Handvoll sollte genügen. Ich stecke sie in die Socke. Und jetzt, wo er voll ist, kann ich ihn mit diesem Gummiband verschließen. Das war's. Es ist schön und sicher. Ich werde zwei kleine Kulleraugen hinzufügen. So süß. Und jetzt noch etwas Wasser. Die Grassamen brauchen es, um zu waschen. Schau, ich habe eine kleine Grassocke gemacht. Und ja, Doom Kitty liebt sie. Phew, jetzt kann er an diesem Gras kauen, anstatt an den Zimmerpflanzen. Ich bin so froh, dass es ihm gefällt. Er ist das beste Kätzchen. Zeit, ein wenig zu putzen. Dieser Ort wird wirklich staubig. Darf die Lampen nicht vergessen. Die sammeln wirklich Staub. Und jetzt die Couch. Sie muss ganz sauber werden. Oh, die Pflanzen auch. Sie verstauben so leicht. Igitt, überall sind Tierhaare. Auch wenn ich versuche, alles sauber zu halten. Oh, Doom Kitty. Ich weiß, dass du es nicht absichtlich tust. Aber verdammt, dein Fellwechsel ist in letzter Zeit wirklich außer Kontrolle. Ich werde dich gut bürsten. Das wird helfen, denke ich. Nimm einfach alle losen Haare von dir runter. Oh, fühlt sich das gut an? Ich wette, das tut es. Bleib ganz ruhig und entspann dich. Ich werde weiter bürsten. Ja. Das war's. Oh, schau, wie viel Fell auf der Bürste ist. Gut, dass ich einfach auf diesen Knopf drücken kann und es geht sofort ab. Wow, das ist eine Menge Fell, das von deinem Mantel abgefallen ist, Doom Kitty. Direkt in den Mülleimer. So, jetzt, wo das erledigt ist, kann ich mich an die Reinigung machen. Ich bin so froh, dass ich dieses praktische kleine Gerät genau zu diesem Zweck gekauft habe. Ich reibe und bürste es einfach so auf meine Kleidung. Und sie sammelt alle Tierhaare auf, die an meiner Kleidung kleben. Es macht auch so einen tollen Job. Viel einfacher als ein Stück Klebeband. Sieh dir all die Katzenhaare an, die er von mir gesammelt hat. Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Und der beste Teil ist der nächste Schritt. Ich schiebe den Zauberstab einfach wieder zurück in sein Gehäuse. Und schon ist der Zauberstab sauber und wieder einsatzbereit. Oh, Doom Kitty, gut, dass du so niedlich bist. Geht, jetzt muss ich mich waschen. Die ganzen menschlichen Gerüche aus meinem Fell entfernen. Zurück zu meinem Buch. Oh, das Buch ist wirklich gut. Hey, der Apfel sieht auch gut aus. Ich könnte einen Snack gebrauchen. Hm, ach komm schon. Sieh mich nicht so an, Pancake. Willst du mir sagen, dass du wirklich etwas von diesem Apfel willst? Wie wäre es, wenn du stattdessen diesen Hundekuchen nimmst? Wie findest du das? Ziemlich gut, oder? Großartig. Er denkt, es ist langweilig. Das ist nicht gut. Wenn wir auch dieses wirklich lustige Spielzeug hätten. Ich ziehe einfach diese Karotte hoch und steck den Keks in das Loch. Na also, Pancake. Jetzt musst du deinen Snack finden. So geht's. Nutz deinen unglaublichen Hundesinn. Du hast es geschafft. Was ist das? Magst du auch eine Massage? Also gut. Hier, bitte sehr. Fühlt sich ziemlich gut an, oder? Nur die besten Jungs bekommen Massagen. Wohin läuft er denn? Oh, er geht rüber zu seinem Wassernapf. Er muss durstig sein. Was für ein guter Junge. Und jetzt wird es Zeit für mich zu entspannen. Wow, das Armband ist so hübsch. Ich liebe es, wie es glänzt. Hä? Oh, Doom Kitty, du bist so süß. Komm her, Mami will mit dir kuscheln. Schau mal, ich habe dir ein lustiges neues Spielzeug besorgt, mit dem du spielen kannst. Ist das nicht niedlich? Ich hänge es einfach an die Wand und ziehe den Deckel ab. Und jetzt kannst du damit spielen. So ist es richtig. Du spielst einfach so mit dem Ball. Er ist so klug. Und jetzt kann ich mich wieder meiner Zeitschrift widmen. Oh, schade. Sieht aus, als wäre er von seinem neuen Spielzeug schon gelangweilt. Ich werde wohl ein neues Spielzeug besorgen. Ich weiß, dass er diesen brandneuen Kratzbaum lieben wird. Ich lege sie hier drüben hin, damit er sie leicht finden kann. Und dann bringe ich auch noch sein allerliebstes Spielzeug mit. Er liebt es, dieses Ding zu jagen. Und es macht auch mir Spaß zu fahren. Du, Kitty, schau mal, wer da kommt, um mit dir zu spielen. So ist es richtig. Folge dem Weg hierher zu deinem neuen Kratzbaum. Ja, es klappt. Er kommt hierher. Er probiert den neuen Kratzbaum aus. Ja, er liebt es. Genau wie ich wusste. Yay!
Ich bin so eine gute Katzenmama. Er ist so verwöhnt, aber er hat es verdient. Wo habe ich bei diesem Magazin aufgehört? So ein süßer kleiner Hase. Aber er könnte noch süßer sein. Na los. Wow, es hat geklappt. Das ist voll cool. Du kommst mit mir mit. Okay, ich bin dran. Wird Zeit, dass du erwachsen wirst. Aber gebe ich dir noch ein bisschen Glitzer. Wow, du bist herzallerliebst. Wir werden die besten Freunde. Komm mit. Das hier wird dein Zimmer. Ist noch ein bisschen kahl, aber das ändern wir. Hä? Was machst du denn hier? Das ist das Kaninchenzimmer. Vergiss es. Das gehört uns. Nö, auf keinen Fall. Nein. Ich glaube, du verstehst nicht. Wir nehmen das. So ist das also, ja? Ja, genau so ist es. Du bleibst auf deiner Seite, ich bleib auf meiner. Denk nicht mal dran, diese Linie zu übertreten. Keine Sorge, wir haben selbst zu tun. Wo fangen wir an? Ich könnte ein wenig Inspiration gebrauchen. Wow, das sind ja schicke Häuser. Möchtest du auch eins? Was sagst du? Nein? Ja, ich finde die auch nicht so toll. Oh, aber das sieht schon besser aus. Das gefällt mir. Und dir bestimmt auch. Ich habe so viele Ideen. Wir könnten dir einen Palast bauen. Das wäre einfach wunderbar. Wir wären hier so glücklich. Und da sind unsere Fans. Wovon träumt sie denn? Ich hole sie da raus. Hey! Haha, ich meine, wo kam der denn her? Komm, Coco, wir haben viel zu tun. Fangen wir an. Ich habe mir Material besorgt. Oh, das ist schwer. Ich muss das wahrscheinlich zuschneiden. Hier habe ich mein Werkzeug. Hey, was macht Claire da? Na egal, ich habe zu tun. Wer braucht schon eine Säge, wenn man so ein Schneidewerkzeug hat? Das ist so einfach. Ich komme nicht mal ins Schwitzen. Wow, das hat Spaß gemacht. Das fühlt sich echt gut an. Ich schlage den Nagel einfach ins Holz. Das habe ich echt gut drauf. Nimm das und das. Was ist denn da drüben los? Wir brauchen auch Farbe. Oh, gute Idee. Die Auswahlmöglichkeiten sind riesig. Hey Lulu, komm mal her. Welche Farbe gefällt dir? Such dir eine aus. Du musst mir helfen. Ja, die gefällt mir auch. Du hast einen guten Geschmack. Dann lass uns malen. Ich liebe diese Farbe. Das wird toll aussehen. Dieses Blau wirkt schön beruhigend. Ich nehme eine Rolle, um es aufzutragen. Ich will einen gleichmäßigen Anstrich. Das macht total viel Spaß. Ja, ich werf noch diese Bälle ins Haus. Sieht schon aus wie auf dem Foto. Ich mache noch Streu ins Häuschen. Ich klebe ein paar Deko-Elemente ran. Wow, sieht gut aus. Das ist ein cooles Haus. Und hier brennt's. Wir sind fast fertig. Ich möchte ein schönes Zuhause machen. Das ist das Letzte. Ich hoffe, es gefällt dir. Wir haben hart daran gearbeitet. Fühl dich wie zu Hause, Lulu. Das sieht so gemütlich aus. Du siehst glücklich aus. Das freut mich. Ich werde ganz emotional. Guck dir das an. Das ist das beste Haus aller Zeiten. Ja, wir haben auch ein Schild. Es kommt hier hin. Hey Claire, guck mal. Bitte, guck dir lieber das an. Gefällt dir das, Lulu? Ich habe da was für dich. Ein Knochen. Ich lege ihn hier hin. Hast du ein Problem, Hazel? Ich habe auch Spielzeug für Coco. Das wird ihr gefallen. Warte. Was sagst du dazu? Lulu hat nur das Beste verdient. Überbiete das. Als ob das schwer ist. Ich habe das hier mit Leckerlis dran. Coco bekommt Hunger, wenn sie spielt. Soll mich das beeindrucken? Guck dir das an. Das ist ein riesiges Hühnerbein. Warum zeigst du mir das? Ich habe Karotten. Kaninchen lieben Karotten. Hier, Lulu. Das ist für dich, Coco. Los, hol ihn dir. Du spielst apportieren? Guter Hund, du bist so schlau. Coco kann auch apportieren. Guck dir das an. Und los, Coco. So ist gut. Jetzt bring ihn zu mir. Hey, wo willst du hin? Okay, daran arbeiten wir noch. Haha, hast du das gesehen, Lulu? Wie lustig. Ach ja, guck dir das an. Schau her. Was, ist das eine Wasserschüssel? Wir brauchen auch sowas. Für dich, Coco. Hoffe, du hast Durst. Da ist genug Wasser für dich drin. Gutes Kaninchen. Oh, das gefällt dir. Guck mal, was ich hier habe. Das ist eine aktivierende Wasserfontäne.
Also, die Pfote aktiviert sie. Wow, guck mal, wie die spritzt. Cool, oder? Warte mal, ich habe eine Idee. Wir sollten Hazel einen Streich spielen. Das wird dir gefallen, Lulu. Oh nein, das funktioniert nicht. Hä? Was hast du, Claire? Hier stimmt was nicht. Ja und? Warum erzählst du mir das? Was kann ich da machen? Kannst du mir helfen? Nein. Bitte, tu es für Lulu. Ach, fein. Ich werde nicht schlau draus. Keine Ahnung, was zu tun ist. Sorry. Guck's dir mal genauer an. Okay, aber ich weiß nicht, was das bringen soll. Nein! Findest du das lustig? Oh oh, das könnte ein Fehler gewesen sein. Ja, das war einer. Nein! Wie konntest du nur? Das musste doch nicht sein. Mir hat's gefallen. Ich konnte Dampf ablassen. Jetzt können wir uns endlich entspannen. Was sagst du, Lulu? Hä? Du willst kuscheln? Das mache ich doch gerne. Und Küsse? Hast du Hunger, Coco? Oh, was ist das da? Das habe ich noch nie gesehen. Schauen wir uns das an. Was für ein Tag. Die Arbeit war anstrengend. Was ist mit dir, Coco? Bist du auch müde? Ich frage mich, was das ist. Ich gucke mir das mal an. Ich nehme das hier. Wow, das sind Blaupausen. Das ist cool, wenn ich wüsste, was das alles bedeutet. Was macht Claire da? Lass uns nachforschen. Okay, ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Aber ich brauche deine Hilfe, Lulu. Bereit? Oh, was ist das? Sieht interessant aus. Das ist nicht wichtig. Warte mal, du hast die Linie übertreten. Zurück mit dir. Das meinst du nicht ernst. Doch, und jetzt beweg dich. Schon besser. Egal, wo sind die Blaupausen? Das geht dich nichts an. Aber ich gönne dir auch was. Nimm dir doch was. Warte, ich übernehme das für dich. Ich brauche was, das schwierig ist. Aha, das werde ich ihr geben. Wow, danke, Claire. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Ich bin ein böser Genie. Hey, guck mich nicht so an. Was? Du bist ganz schön verurteilend. Gucken wir uns das mal an. Was ist das? Das macht alles keinen Sinn. Wenn ich die Augen zusammenkneife, wird's vielleicht klarer. Naja, ich versuch's mal. Wie schwer kann das schon sein? Okay, das ist ein guter Anfang. Schätze, ich muss die Schraube hier reinhämmern. Geh schon rein. Wenn ich so ein langes, spitzes Ding gehabt hätte, wäre es einfacher gegangen. Aber es ging auch so. Wow, ich habe eine Kiste gebaut. Mit frischem Anstrich wird sie besser aussehen. Ist ein Versuch wert. Ich leg noch Kissen rein, dann wird's bequemer. Ah, ich hab's falsch rumgehalten. Ich leg das auf den Boden. Und dann noch ein paar Messungen. Alles soll ganz genau werden. Ich glaube, ich hab alles. Ich leg zuerst das Holz aus. Jetzt habe ich die Grundform. Dann brauche ich den Akkuschrauber, um alles zusammenzuschrauben. Los geht's. Oh, das finde ich gut. So geht's viel einfacher. Ich puste die Späne runter. Als nächstes lege ich Stoff um den Rahmen. Das wird das Dach. Dann kommt noch ein Teppich auf den Boden. Ich bin ziemlich zufrieden. Jetzt kommt der letzte Schliff. Aber eine Sache fehlt noch. Ich brauche ein anderes Outfit. Schön weich und luxuriös. Ich weiß, ich sehe gut aus. Lass es uns testen. Wow. Oh, hey. Dir gefällt, was ich hier gebaut habe? Was? Wie? Das ist so ungerecht. Hey, hast du das gebaut? Dieses kleine Ding? Oh, das ist so süß. Ich brauche das nicht. Wird Zeit für ein bisschen Magie. Das gefällt mir. Schön gemütlich. So, Coco, das ist dein neues Bettchen. Oh. Okay. Aber ich habe hart daran gearbeitet. Was willst du denn sonst? Vielleicht kann ich mich hier anlehnen. Nee, das passt nicht. Selbst wenn ich was vom Kissen abbekomme. Claire ist eingeschlafen. Das ist meine Chance. Ich muss leise sein. Niemand darf wissen, dass ich hier bin. Oh, sie schläft wie ein Baby. Das sieht so gemütlich aus. Das ist schön. Hier hast du eine knackige Möhre, Coco. Willst du nicht? Was machen wir jetzt? Oh, hey, Lulu. Was hast du? Hast du Hunger? Oh, was für eine Schande. Okay, gib mir eine Sekunde. Das wird gut. Da bin ich wieder. Oh, wer ruft an?
Oh, hey, das ist Miles. Hallo? Hier, Coco. Ist lecker und gesund. Was? Hör auf, du bist so lustig. Heute Abend? Was quatscht sie denn? Ich hoffe, wir gehen irgendwo hin, wo es edel ist. Schätze, Lulu bekommt so schnell nichts zu futtern. Hm, was machst du da? Hi, das bringt mich auf eine Idee. Warte hier. Zuerst brauche ich einen Pappbecher und einen schwarzen Stift. Ich male einen Hasen drauf. Oh, der ist süß. Erinnert mich an Coco. Er bekommt blaue Wangen. Dann noch Schnurrhaare. Jetzt die andere Seite. Da brauche ich einen Kleiderbügel und noch mehr Häschen. Mit einer Schnur hänge ich sie auf. Und an die Schnur habe ich Gemüse gefädelt. Hey, Coco! Was? Du bringst Lexi mit? Nein! Oh, oh. Das ist jetzt ungenießbar. Ich habe dein Futter verbrannt. Tut mir leid, Lulu. Ich weiß, das Kaninchen futtert schon. Unmöglich. Keine Bange, Lulu. Ich mach dir was anderes. Diesmal verbrenne ich es nicht. Hoffentlich. Hey, hat jemand Futter bestellt? Was? Schätze, das ist für dich. Wie ist das überhaupt möglich? Guten Appetit. Aber schätze, es ist besser als das, was Claire macht. Hauptsache, meine Coco ist glücklich. Okay, versuchen wir es nochmal. Was? Wo kommt das denn her? Dafür gibt's nur eine Erklärung. Du! Guck mich nicht so an. Da kam ein Lieferant. Lulu hatte ein Telefon. Du erwartest, dass ich das glaube? Wie konntest du nur, Hazel? Du weißt, dass das brennt, oder? Ich helfe dir. Ach, ich gebe auf. Lass uns Pizza bestellen. Hört sich gut an. Puh, ich hab's geschafft. Komm raus, Queen Seidenschnäuzchen. Ich hab dich ins Kino geschmuggelt. Ich bin so froh, dass ich dich mitnehmen konnte. Entschuldigung, Haustiere sind im Kino nicht erlaubt. Hier ist mein Ticket für die Show. Hallo, schläfst du? Ah, hier ist mein Ticket. Oh, hey, den kannst du aber nicht mit reinnehmen. Haustiere oder Tiere sind hier drin nicht erlaubt. Oh, aber das ist kein Haustier. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass er wegen eines Käfers umkippt. Nächster! Also gut, Zeit für die Show. Hi! Was ist denn das da auf ihrem Kopf? Ich schätze, da ist nichts. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eine Bewegung gesehen habe. Was hast du da auf dem Kopf? Oh, das ist ein Haarreif. Naja, wenn du das sagst, geh rein. Ja, ich hab's noch rechtzeitig geschafft. Oh nee, wo ist denn Charlotte hin? Da ist eine Spinne auf dem Boden. Oh nee, die hat mich. Helft mir, helft mir. Ah, hier ist mein Ticket. Cool, ich wusste nicht, dass hier eine Spinne arbeitet. Sie ist wieder da! Ah! Ups! Und bleib sofort stehen. Nee, du hast ja irgendwelche Tiere bei dir. Oh, nee, nee, ich hab keins dabei. Oh, Ticket bitte. Moment mal. Wer ist das? Wow, die ist... Wow. Mein Ticket. Oh, die ist so groß. Wie eine Amazone. Ja, du kannst vor, wenn du möchtest. Wow, wie kann ich dir helfen? Oh, hier ist mein Ticket. Danke. Nächste. Ich? Aber du hast doch mein Ticket schon bekommen. Schau, du hast es in Stücke gerissen. Ja, netter Versuch. Kein Ticket, kein Film.
Hey, los, setz dich da drüben hin. Mach Platz für dieses Mädchen. Ach, na was soll's. Dann schaue ich mir den Film eben alleine an. Entschuldigung, ich fähre immer meinen Freund aus. Hallo, Hamlet. Du bist jetzt im Kino. Och, die hat einen süßen kleinen Hamster dabei. Kann ich ihn mal sehen? Oh, ja, klar. Och, der ist so süß und warm. Ich mag, wie weich der ist. Och, er ist so toll. Wow, du hast noch einen mitgebracht? Oh, gibst du mir den bitte? Nein, Hermine ist für mich. Sie ist mein Liebling. Oh Mann, ich wünschte, ich hätte auch einen Hamster zum Knuddeln. Oh, Hermine, du bist so klein und süß. Hey, lass sie uns zusammensetzen. Das ist doppelt so niedlich. Das ist der beste Filmabend. Oh, schau, wie Hamlet sich putzt. Ja, ich habe mein Ticket wieder zusammengestückelt. Oh, oh, tschu. Nein. Okay, hast du Haustiere oder Tiere dabei? Nein? Du kannst dir meine Handtasche nachsehen. Oh, Elizabeth, du bist so witzig. Oh nein. Das Tiere sind nicht erlaubt. Ich muss mir was einfallen lassen. Okay, dann musst du dich unter meinem Shirt verstecken. Jo, du kitzelst mich. Hör auf rumzukrabbeln. Hey, so wird man uns erwischen. Alles klar, du bist sauber. Ticket bitte. Was macht die denn da? Hey, hör auf damit. Ja, das ist seltsam, aber du kannst durchgehen. Oh, hi. Entschuldige bitte, ich bin nur so aufgeregt. Hast du ein Problem mit dem Tanzen oder so? Ja, ich tanze immer, wenn ich aufgeregt bin. Wow, das scheint irgendwie Spaß zu machen. Ja, wer liebt's denn nicht zu tanzen? Das ist meine Chance. Oh, sie ist weg. Komm raus, Elizabeth. Gut gemacht. Jetzt lass uns den Film anschauen. Oh. Ticket bitte. Ja, du bist okay. Geh durch. Oh, bitte. Geh doch vor. Oh, vielen Dank. Hier ist mein Ticket. Weißt du was? Wir gehen zur späteren Vorstellung. Irgendwas scheint verdächtig zu sein. Du hast keine Haustiere dabei, oder? Nein, nein, nein. Das ist doch mein Baby. Dein Baby, sagst du. Oh nee, was passiert denn da? Hier, für dein Baby. Oh, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Hallo, kleiner Babybauch. Autsch. Nicht anfassen. Danke, ich schaue mir jetzt den Film an. Bär für dich, nimm du den Bären. Ja, ich hab's geschafft. Wow, so süß. Oh, schau dir dieses pelzige Baby an. Ja, Barley wollte auch den Film sehen. Weil er so ein guter Junge ist. Ja, das ist er. Oh, der ist so niedlich. Oh, ich liebe ihn. Das ist der beste Filmabend. Oh, hab dich lieb. Hey, guck mal. Oh, wow. Papi, guck, was ich gefunden habe. Das gibt's doch nicht. Das Bild habe ich ja ewig nicht gesehen. Mein lieber Hund. Können wir auch einen Hund haben? Nein, das tut zu doll weh. Ich kann nicht. Wow, armer Papi.
Papa wird stolz sein, dass ich den Müll rausgebracht habe. Oh mein Gott! Wohnst du hinter der Mülltonne? Keine Bange, du bist jetzt in Sicherheit. Aber was wird Papa sagen? Ich kann dich nicht einfach mit reinnehmen. Tut mir leid, Kleiner. Keine Hunde in meinem Haus. Niemals. Oh, das tut mir schrecklich leid. Was mache ich nur? Diese süßen Augen. Ich kann nicht anders. Hier, fang den Ball. Guter Junge. Oh nein, versteck dich hier. Naomi? Ja, Papi? Ich hab dir deinen Lieblingssnack gemacht. Oh, aha. Hier, Liebes. Danke. Gerne. Was ist das? Nichts. Ich spiele hier nur. Viel Spaß dabei, Kleine. Oh, oh. Hat der Korb gerade gebellt? Oh, Mano. Oh. Er braucht ein Zuhause, Papa. Ist das so? Er ist wirklich ein süßer kleiner Kerl. Aber er ist schmutzig. Das kriegen wir hin, Kumpel. Lass mich den Rest rausholen. Okay. Hier ist eine. Toll. Aber warte mal. Die habe ich schon lange nicht mehr aufgemacht. Puh. Mal sehen, was hier drin ist. Eine Bürste. Er muss gebürstet werden. Mit extra Seife. Es geht los. Das fühlt sich bestimmt gut an. Ist wie eine kleine Hundemassage. Fertig. Und? Dann trocknen wir ihn noch ab. Ist das schön, Kleiner? Ich wette, ja. Was machen wir jetzt? Er kann nicht nass bleiben. Nein. Vorsichtig, Papa. Na, was sagst du jetzt? Jetzt bist du wieder ein frischer Hund. Kein Ungeziefer in Sicht. Ich glaube, ihm gefällt das. Hab ich... Oh, was willst du, Kleiner? Geh noch ein bisschen spielen, okay? Ist es das, wofür ich es halte? Oh, um Gottes Willen! Warum ich? Na los, Zeit für unsere Morgenrunde. Ist das kühl. Erledige dein Geschäft, Kleiner. Oh gut, du bist schon fertig. Jetzt kommt der weniger glamouröse Job eines Hundehalters. Wenigstens habe ich das Ding hier. Eine Tüte müsste reichen. Hauptsache, ich muss das nicht anfassen. Gut, jetzt zuschnappen. Hab's. Dieser Geruch wirkt stärker als eine Tasse Kaffee. Buh. Dann gehen wir wieder rein. Ugh, die müssen in die Wäsche. Die stinken mir das ganze Haus voll. Wir sehen uns am Waschtag. Ugh. Was? Was ist das für eine Spur? Kannst du das erklären? Nein? Ja, deine Pfoten haben das angerichtet. Aber ich muss jetzt arbeiten. Naomi? Ja, Papi? Was ist denn hier passiert? Der Hund hat im Schlamm gewühlt. Du bist jetzt dran. Hä? Okay. Schon gut. Du kannst ja nichts dafür. Duschen wir deine Pfoten einfach ab. Nein? Okay. Was nehme ich? Wo kommt das denn her? Ist das Seife? Warte mal. Ich glaube, das ist für Hundepfoten. Zuerst machen wir Wasser rein. Und dann stecken wir da deine Pfote rein. Keine Bange, das tut nicht weh. Jetzt trocknen wir sie ab. Siehst du? Alles sauber. Das war gar nicht so schlimm, oder? Ja,
Gern geschehen. Hm, wer hat mir all diese E-Mails geschickt? Hi! Jetzt nicht. Komm schon, spiel mit mir. Du weißt, du willst das auch. Naomi, bitte. Oh, na gut. Dann spiele ich eben alleine. Klingt gut. Okay, du kommst hier hin. Jetzt du. Hey, willst du spielen? Psst. Er ist so beschäftigt. Oh. Okay, was soll's. Ich habe in letzter Zeit wirklich viel gearbeitet. Aber ich kann das wieder gut machen. Zuerst muss ich das Spiel vorbereiten. Siehst du das? Ja. Dann lasst uns spielen. Also gut. Los geht's. Ich fang an. Du bist dran. Und? Such dir eins aus. Interessante Wahl. Aber gut. Ich mal den Kreis für dich. Mal sehen. Das sollte sie eine Weile beschäftigen. Bin ich genial, oder was? Was sind das für Hundehaare? Die sind ja überall. Ich wollte das heute anziehen. Noch mehr Haare. Sie erobern unser Haus. So viele Haare. Was? Ich hab genug von den Hundehaaren. Verständlich, weil du das hier nicht hast. Schau her, die Haare bleiben einfach dran kleben, siehst du? Dann steckst du die hier rein, schiebst sie hoch und runter. Schon ist sie wieder einsatzbereit. Einfacher geht's nicht. Hier, probier's mal aus. Einfach so? Die gehen ab. Und das geht sogar auf der Couch. Das macht sogar Spaß. Hey, jetzt sehe ich wieder frisch aus. Die Bürste ist klasse. Danke, Papa. Wuhu. Bis später. Oh, endlich. Auf die Sendung habe ich mich schon den ganzen Tag gefreut. Fang mich, wenn du kannst. Schnapp sie doch, na los. Was haben die gesagt? Okay, hier. Er hat's. Das hat er. Oh je, schlecht gelaunt. Raus, jetzt. Hä? Na los. Eigentlich? Okay. Auf geht's in die Stadt. Schickes Halsband, Kleiner. Lust auf einen Spaziergang? Pfote drauf. Yeah. Vergiss deinen Hut nicht. Wir wollen doch Aufmerksamkeit erregen. Auf geht's. Wir gegen den Rest der Welt. So ist's gut. Stolzieren. Bin spät, Papa. Das finde ich gut. Filmmarathon, jetzt geht's los. Oh. Oh, Putsches, du bist so niedlich. Nein, das Schild sagt, dass Hunde nicht erlaubt sind. Na, zum Glück habe ich eine Idee. Ich leih mir den mal kurz. Alles klar, Putsches, los geht's. Hi, ich bin hier für meinen Flug. Och, dein Hund ist ja niedlich. Geh durch, ich wünsche dir einen guten Flug. Ja, der geht überall mit mir hin. Oh, Putsches, wir haben's geschafft. Das bleibt aber unter uns. Hast du diese Schilder nicht gesehen? Keine Haustiere erlaubt. Und das schließt Käfer und Spinnen mit ein. Nein! Los, verschwinde von hier. Ja, schlechte Nachrichten. Die werden dich mit einer Spinne nicht durchlassen. Oh nein, Skittles, was sollen wir nur tun? Lass mich nicht zurück, ich liebe dich. Nein, das könnte ich nie tun. Warte mal, ich habe eine Idee. Setz dich auf meine Haare, Skittles. Perfekt, bleib ruhig sitzen und du bist getarnt. Ich möchte zu meinem Flug. Mal sehen.
Ich will nur checken, ob du irgendwelche Tiere versteckst. Nee, das sieht gut aus. Skittles, bleib da. Aber es ist so hoch, ich hab Angst. Skittles, du kitzelst mich. Coole Moves, da mache ich mit. Ja, Tanzpause. Skittles, komm wieder her. Du kannst durchgehen, groovy. Ja, Tanzen ist meine Leidenschaft. Sir Hazelot, du bist so schön. Ich freue mich, dass du bald neue Freunde treffen wirst. Ah, Schlange, Schlange. Entschuldigung, da ist ein Schild. Nein, Sir Hazelot. Keine Angst, er ist freundlich. Vielleicht kann ich dich unter meinem Shirt verstecken. Okay, ich denke, das geht. Du musst dich aber beruhigen. Hör auf zu kriechen. Oh, das wird eindeutig nicht klappen. Oh, tschu. Och, Flugreisen machen mich immer krank. Oh, ich habe gerade eine Idee. Du wickelst dich einfach um meinen Hals. Dieser Schal sollte den Rest erledigen. So geht's. Ach, schön warm für uns beide. Ja, sorry, ich habe eine Erkältung. Ja, dann behalt die mal für dich. Sir, bleib unter dem Schal. Nun, deine Bordkarte sieht in Ordnung aus. Lass mich mal einen Blick auf dich werfen. Alles klar, du bist bereit zum Fliegen. Oh Mann, ich hoffe, ich erkälte mich nicht auch. Bitte sehr. Wie aufregend. Ich liebe es, auf Reisen zu gehen. Ralph wird eine tolle Zeit in seinem ersten Urlaub haben. Och, der ist so süß. Ich kann es kaum aushalten. Oh nee. Schau dir diese Schilder an. Mist. Ralph muss aber mit uns kommen. Nee, ich denke, das kann er auch. Komm mit, folge mir. Okay, das ist mein Plan. Oh mein Gott, ja, oh, ich bin so happy. Warte, nee. Das ist für Ralph. Du willst Ralph heiraten? Oh, für die Reise. Na gut. Komm her, Kumpel. Wir müssen dich ins Flugzeug schmuggeln. Rein mit dir. Versteck dich einfach. Also gut, lass uns diesen Plan in die Tat umsetzen. Hier sind unsere Bordkarten. Alles klar, bitte beachte die Schilder zu meiner Rechten. Nein, es ist Zeit für unseren Plan. Schatz, willst du mich heiraten? Oh, wow, ein Antrag direkt vor meinem Gate. Ja, natürlich will ich. Oh, der ist wunderschön. Oh, ich liebe Anträge. Absolut entzückend. Geht durch, ihr Turteltäubchen, und herzlichen Glückwunsch. Vielen lieben Dank. Oh, der Typ war so mutig, sie in der Öffentlichkeit zu fragen. Genieß deinen Flug. Na, Zeit für eine Schnurrbartpause. Ausgezeichnet, genau so, wie ich ihn mag. Oh mein Gott, schau dir seinen Schnurrbart an. Das ist Perfektion. Wow, du hast den besten Schnurrbart, den ich je gesehen habe. Ja, danke. Ist es okay, wenn ich ein Foto mache? Du, kannst du mal ein Foto machen? Okay, ja, sagt er. Tschüss. Schnurrbart Bros für immer. Okay, hier hast du dein Handy zurück. Geh durch, Schnurrbart Bro, und hab einen guten Flug. Toll, ich muss da nicht mal versuchen, dich zu... Oh, nee. Upsi, oh, der wird eine Überraschung erleben. Was? Der ist gar kein Schnurrbart, Bro. Meine Augenbrauen. Okay, alles in Ordnung. Oh, wir werden einen tollen Flug haben. Nein!
Oh, Kakerlaken sind nicht erlaubt. Oh nee, was mache ich denn nur? Habe ich irgendwas eingepackt, das helfen könnte? Warte, hab ich. Okay, das wird auf jeden Fall klappen. Ich brauche nur meine Pralinen-Schachtel. Sorry, Pralinen, meine Haustiere sind wichtiger. Rein mit euch. Das ist euer neues Zuhause für eine Weile. Aber keine Sorge, ich werde euch bald rauslassen. Das ist genau meine Mucke. Hi, bist du bereit zum Einsteigen? Oh, ich liebe diese Pralinen. Könnte ich vielleicht eine haben? Nee, sorry. Komm schon. Nur eine. Nee, nicht aufmachen. Stopp! Mein Baby! Sorry, die sind nur für mich. Nun gut, dann eben nicht. Manche Leute sind so unhöflich. Okay, los geht's. Dein Ticket bitte. Danke, ich schau kurz rein. Oh Mann, das dauert aber ganz schön lange. Mein Herr, ich muss den Doggy-Test machen. Jetzt zum Scan. Oh, sorry, ich bin am Verhungern. Ich greif zu, wenn es dich nicht stört. Ich bin einfach so hungrig. Ja, dieser Mann war echt merkwürdig. Okay, sieht so aus, als ob die Luft rein ist. Komm raus. Oh, du hast einen Hund dabei. Ich liebe ihr Schleifchen. Sie ist meine beste Freundin. Zwei bitte. Meinst du nicht vier? Nun, sie gehören zur Familie. Sie sind hier, um den Film zu sehen. Im Film geht es um Hunde. Aber sie dürfen hier nicht rein. Zu diesem Gesicht kannst du nicht Nein sagen. Oh. Schaut her. Und jetzt raus mit euch. Wow, schau dir dieses verrückte Kleid an. Moment mal. Viel Spaß beim Film. Wer ist das? Beweg dich, Mensch. Zwei bitte. Kann ich mir den Weg reintanzen? Das kannst du sicher. Dieser Job hat wirklich seine Vorteile. Wuhu. Komm herein, guter Herr. Wow, die beiden machen Spaß. Das erinnert mich an meine stündlichen Kniebeugen. Das war ja einfach. Kommt raus, ihr Kleinen. Als ob wir sie zu Hause lassen würden. Hoffentlich gibt es in diesem Kino Leckerlis. Viele haben Hunde, aber ich bevorzuge Haustierspinnen. Nur eine bitte. Darf ich meinen Ball mit reinnehmen? Meine Güte. Was ist mit dem Mädchen los? Mit mir? Entspann dich, hier ist mein Ticket. Spinne! Sie wird uns alle auffressen. Im Ernst? Ist die giftig? Verschwinde hier! Fein. Braver Junge. Die Leute sind so seltsam. Er hat seinen Ball vergessen. Das ist es. Wuhu, ich bin so bereit für diesen Film. Los, Film, los. Ich liebe Filme. Ja, das tue ich. Ich liebe Filme. Was ist mit dir? Oh, warum gehst du nicht einfach rein? Ob sie das gehört hat? So peinlich. Ich kann nicht glauben, dass das funktioniert hat. Du kannst jetzt rauskommen, Spinny. Du wirst diesen Film lieben.
Dieses Buch war der Hammer. Hoffentlich ist der Film genauso gut. Oh nein, du weißt, dass du nicht mitkommen kannst. Oder vielleicht doch. Das wollen wir mal sehen. Nur eine Bitte? Habe ich dich schon mal gesehen? Dieses Mädchen trainiert. Ich habe nicht mal solche Arme. Okay, irgendwas ist hier verdächtig. Was ist hier drin? Ein Hund? Du denkst, du bist schlau. Raus mit dir! Verschwinde sofort! Viel Spaß! Hoffentlich gibt es genug. Mal sehen. Möchte ich Schokolade oder Chips? Warte, das ist es. Ich brauche nur den richtigen Behälter. Yeah! Hallo? Oh, hallo? Keine Haustüre, wie ich sehe? Das war peinlich. Oh, Rufus, du kannst jetzt rauskommen, Kumpel. Ah, er ist so süß. Wow. Ach, diese Küken sind so niedlich. Hey du, willst du mit zu mir kommen? Also gut. Oh, das ging schnell. Dieses TikTok sollte 1 Million Views bekommen. Entschuldigung. Oh, tut mir leid. Was ist das? Von einem Vogel? Und was ist das? Mein Küken! Ah! Warum schreien wir so? Oh, das war knapp. Hä? Hast du nicht Lust zu tanzen? Eigentlich immer. Mein Küken. Meine Mütze. Geh da wieder rein. Das war merkwürdig. Oh, ist das nicht das süßeste kleine Ding? Oh, das. Das ist doch ein Tier, oder? Raus hier! Mensch. Schau dir die an. Wir sehen uns. Tut mir leid, dass du das alles sehen musstest. Ich muss sie mit Feuchtigkeit versorgen. Du. Ist dieser Look fabelhaft oder was? Wow. Du versteckst doch nichts. Natürlich nicht. Das Ticket scheint normal zu sein. Ich schätze, du kannst rein. Dir ist nicht heiß hier drin, oder? Zeit für deinen ersten Film. Hast du Hunger? Guten Appetit. So süß. Oh. Wow. Hi, du. Hier, Schatz. Er will dir einen Kuss geben. Die sind ziemlich stark, aber modisch. Hey, irgendwas kitzelt mich. Ihr kommt wegen des Films? Hier sind unsere Tickets. Das ist ein komischer Schnurrbart. Irgendwas stimmt mit den beiden nicht. Er ist weg. Sehe ich schon Dinge? Sie hatte vorher nicht diese Braue. Schatz? Wir haben ein kleines Problem. Was? Lass ihn mich einfach wegnehmen. Ich habe ihn fast. Schneller, bitte. Der war auf mir drauf? Nee, raus mit euch. Weiter geht's. Ich will eine Rückerstattung. Du sagst es. Gummiwürmer. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Sehr interessant. Wir sind zurück.
Mit Würmern, vermute ich. Diese Art ist okay, oder? So Gummi. Können wir jetzt rein? Das geht wohl in Ordnung. Keine Würmer, siehst du? Dann kommt rein. Super. Puh, meine Hüfte. Sollen wir? Wir werden dich nicht essen, kleiner Kerl. Oh, es geht los. Psst. Warte mal. Es ist Feierabend. Seid ihr bereit, meine kleinen Freunde? Hoffe, ihr mögt Liebesfilme. Oh, schau nur diese Haustiere. Ich meine Menschen. Ich meine... Wow. Wer sagt, Putztage sind langweilig? Hey, pass auf, Junge. Ich versuche hier nur zu putzen. Oh, komm schon, lass uns spielen. Bitte, bitte. Jetzt nicht, okay? Hey, ist das ein Spielzeug? Okay, und jetzt das Bücherregal. Hä? Warum staubt sie dort ab? Ich muss ihre volle Aufmerksamkeit kriegen. Schau mal her. Ich will mit dem Ding spielen. Wuhu! Bücher sind komisch. Ich liebe Schuhe. Okay, jetzt bringe ich dich mal auf Hochtouren. Ich mache es fertig. Als Belohnung gibt es fluffigen Schnee. Warum ist das Zeug weggesperrt? Joey, was hast du mit dem Wohnzimmer gemacht? Bist du da drunter? Sei bitte nicht böse. Ach, komm sofort zurück. Hallo du, kann ich hier dran kratzen? Hey, weg von meinem Staubsauger. Ich muss jetzt echt saugen. Ich mein's ernst, Julie. Nein, als würde es nie enden. Los, nur ab. Jesus. Irgendwas riecht hier gut. Oh ja, diese Tüte ist super cool. Ich lieb's. Was für ein tolles Geräusch. Hey, ich pass hier rein. Wie eine ganz andere Welt. Ich bin entkommen. Julie, was hast du gemacht? Das ist für den Müll. Nein. Was mache ich jetzt? Endlich. Da ist das Kätzchen. Hey, Joey. Was machst du? Oh, du willst schmusen? Nur in deinen Träumen. Hab ja nur gefragt. Hey, Julie. Hey, Julie. Kannst du mich hier drin hören? Dann warte ich wohl auf der Couch. Boah, die ist bequem. Und wie ist dieser gelbe Sessel? Ah. Oh, die Kissen. Telefoniert sie immer noch? Julie, können wir endlich Gassi gehen? Gleich. Heißt das ja? Wie wär's mit jetzt? Gefangen. Ja, wirf's los. Bin wieder da. Hä? Warte mal kurz. Okay, gleich in einer Minute. Jesus. Ich hab's. Warte, gib mir das Handy, Joey. Ich telefoniere gerade noch. Oh Mann, ich geb auf. Hier hast du's. Okay, okay. Was soll das ernsthafte Getippe? Aber das Ding sieht lustig aus. Könntest du das lassen? Gib mir noch 10 Minuten. Okay. Aber es ist viel wärmer hier drüben. Julie! Dann bin ich wohl fertig mit Arbeiten.
Los jetzt, komm schon. Phew. Deine Pfoten sind nicht für Tasten gemacht. Dann muss ich wohl schwerere Geschütze aufmachen. Na, Katzilein? Regenbogen, so viele Schnüre. Funktioniert jedes Mal. Ernsthaft? Das wird ja noch ewig so weitergehen. Du musst jetzt hier weg. Du kannst neben mir sitzen. Bist du jetzt zufrieden, Kätzchen? Hex, ich streichel dich schon nicht, okay? So launisch. Kein Hund da bedeutet mehr Snacks für mich. So viele salzige Köstlichkeiten. Hühnchen? Los, setz dich aufs Bett, okay? Ich sitze, siehst du? Willst du eine Pommes? Wir probieren das nochmal, okay? Bereit? Ich hab's! Pass! Mehr bitte! Probieren wir es mal damit. Fang! Ich hatte sie fast. Das hat Spaß gemacht. Vielleicht ist es mit dem Brot leichter. Das war ganz schön daneben. Lass mich noch eine Sache probieren. Du magst doch Popcorn, oder? Komm und hol's dir. Ja, ich liebe Popcornregen. Oh Mann. Okay. Ich probiere lieber was anderes aus. Diese Schüssel gehört ganz dir, okay? Versuch nicht, eine Riesensauerei zu machen. Das gibt mir ein bisschen Zeit, in Ruhe zu essen. Aber er macht trotzdem eine Sauerei. Aber habe ich was anderes erwartet? Mom hat mir meinen Lieblingssnack gekauft. Saft, ich brauche noch Saft. Snacks? Stört dich doch nicht, wenn ich... Bin echt voll ausgetrocknet. Oh, hast du meine Snacks gegessen? Dummes Kätzchen. Katzen essen sowas nicht. Julie? Redest du mit mir? Das sind nicht deine, okay? Ich habe dir extra welche gekauft, siehst du? Ich glaube nicht. Hä, aber das ist dein Futter. Okay, na gut, nur eins. Hier bitte. Ernsthaft? Was soll der Quatsch? Dann hau ich mal ab. Oh, Junge, bitte wach nicht auf. Wach nicht auf, bitte. Puh, das war knapp. Leise. Hä? Hör ich da jemanden weggehen? Du kannst mich nicht hier lassen. Nimm mich mit. Bin bald zurück. Lief ja gar nicht so schlecht. Oh, hey. Ja, ich mache mich gerade auf den Weg. Liebe dich. Nein. Darf den hier nicht vergessen. Und meine Bücher. Du gehst? Oh, ich werde dich so vermissen, meine süße kleine Babykatze. Wer ist das beste Kätzchen auf der Welt? Pass mit den Schnurrhaaren auf, Kumpel. Oh, ich mach mich mal besser vom Acker. Sei eine brave Katze, okay? Warte, was ist das? Du willst nicht, dass ich gehe? Du bist so ein süßes Kätzchen. Bin zurück, bevor du es überhaupt merkst. Tschüssi, Küsse. Okay, jetzt bin ich bereit. Julie? Seltsam. Willst du mich vermissen? Wo ist sie hin? Bin hier oben. Aber wirst du schon noch früh genug merken. Wirst du diese Lifehacks mit deinem Hund ausprobieren? Schreib's in die Kommentare. Nicht vergessen, das Video mit anderen Haustierliebhabern zu teilen. Schon gesehen?
Abonniere unseren Kanal, damit du nichts mehr verpasst.